Okay. Ja, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil dieses Erstsemestertags 2019. Mein Name ist Katharina Kube, ich arbeite hier in der Studienberatung und ich werde Ihnen jetzt so ein paar Sachen erzählen zum Thema Studieren, aber richtig, das ist der Titel, also es soll darum gehen, Uni, was heißt das eigentlich, was erwartet mich hier, was ist vielleicht anders, als wie ich das aus der Schule so kenne, was gibt es für Möglichkeiten, welche Möglichkeiten bietet die Uni mir und wie kann ich die nutzen? Ich habe es nicht mitbekommen, ich war beim ersten Teil nur so sporadisch dabei. Wie ist das, wer von Ihnen ist eigentlich wirklich jetzt Erstsemester, so zum allerersten Mal an der Uni? Wow, okay, also schon die überwiegende Mehrheit, das ist ganz gut, weil mein Vortrag, den ich mir überlegt habe, da auch so ein bisschen drauf aufbaut, dass man vielleicht noch nicht so viel Ahnung hat. Genau, also studieren, aber richtig, wie gehe ich daran? Studieren, was heißt das eigentlich? Das habe ich mich als allererstes mal gefragt, also als ich damals angefangen habe zu studieren, muss ich sagen, habe ich mir darüber gar nicht so wahnsinnig Gedanken gemacht. Also studieren habe ich gedacht, okay, das geht jetzt so mehr oder weniger weiter wie so in der Schule. Ich gehe dann dahin und dann bringt mir jemand was bei. Das ist ungefähr so 40% wahr. Der Rest ist doch irgendwie ein bisschen anders und man kann sich das meistens vorher gar nicht so konkret vorstellen. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht können wir noch mal darüber reden, was ist eigentlich Studieren? Was bedeutet Studieren? Was erwartet mich an der Uni? Was ist Studieren überhaupt? Ich bin das super wissenschaftlich angegangen und ich habe bei Wikipedia nachgeguckt. Also das darf man dann später natürlich nicht machen. Ich arbeite ja nur in der Verwaltung, ich darf bei Wikipedia nachgucken. Also Studium, Studium kommt von lateinisch studere und das heißt nach etwas streben, sich um etwas bemühen. Da hat sich mein großes Latinum, das ich im Studium gemacht habe, doch schon bezahlt gemacht. Also studiere, nach etwas streben, sich um etwas bemühen, klingt irgendwie erstmal anstrengend, oder? Also meine Assoziation mit Studium ist mehr so, hat mehr so mit Bier zu tun und so, aber okay, also sich um etwas bemühen ist das wissenschaftliche Forschen und Lernen an Hochschulen. Okay, danke Wikipedia, das hat mir nicht so viel gebracht. Was heißt das jetzt konkret? Also was kann ich daraus jetzt mitnehmen? Also ich stelle fest, Studium hat irgendwie was mit Forschung zu tun. Was ist Forschung? Was macht man, wenn man forscht? Ja, okay, dann stelle ich mir so Leute im Labor mit Reagenzgläsern vor und so, aber was heißt eigentlich Forschung? Forschung ist die systematische Suche nach neuen Erkenntnissen. Das klingt irgendwie abgefahren. Also es geht darum, vielleicht neue Sachen rauszufinden. Es geht darum, vielleicht Sachen zu hinterfragen und systematisch ranzugehen. Also im Idealfall habe ich irgendwie eine Strategie. Ich gehe jetzt nicht einfach los und finde jetzt mal was Neues raus, sondern ich habe irgendwie eine bestimmte Herangehensweise vielleicht, die mich dann dahin führt, dass ich vielleicht neue Dinge rausfinden kann. Was heißt das konkret? Forschung heißt, dass ich in der Regel mir erstmal Fragen stellen werde. Also ich überlege mir, was ist überhaupt mein Forschungsgegenstand? Womit will ich mich überhaupt befassen? Was sind überhaupt Fragen, die ich relevant finde? Das ist natürlich dann wieder sehr unterschiedlich, je nachdem, was ich studiere. Ein Physiker wird sich wahrscheinlich andere Fragen stellen als ein Soziologe oder ein Wirtschaftswissenschaftler. Also ich stelle mir Fragen, ich befasse mich mit einem Forschungsgegenstand, ich überlege mir, was sind überhaupt wissenschaftliche Fragestellungen und was will ich vielleicht rausfinden. Im Idealfall habe ich da eine Idee, also ich habe mir so Gedanken gemacht, ich habe vielleicht mal geguckt, was haben andere Leute zu dem Thema schon gesagt und bin ich damit einverstanden oder habe ich vielleicht irgendwie andere Ideen dazu, was mir dazu einfällt. Dann werde ich wahrscheinlich versuchen, diese Idee zu überprüfen. Ich werde Studien durchführen, Experimente machen. Das hängt auch wieder sehr davon ab, in welchem Fachbereich ich mich befinde. Also in den Naturwissenschaften werde ich wahrscheinlich wirklich da irgendwie sitzen und Sachen zusammenkippen, dann gucken, was kommt da raus, Protokolle führen und hoffentlich irgendwie was messen und vielleicht meine Ergebnisse verifizieren oder eben nicht. Wenn ich in den Sozialwissenschaften forsche, dann werde ich vielleicht Umfragen machen, ich werde Leute Dinge fragen, auch das kann ich ja nicht einfach mal so machen, gehe nicht auf die Straße und mache eine Umfrage und finde dann irgendwie was raus, sondern ich muss eben lernen, wie gehe ich daran, welche Art von Fragen kann ich überhaupt stellen, was sagen mir die Antworten, die ich da bekomme und wie groß muss vielleicht zum Beispiel meine Vergleichsgruppe sein, etc. Also das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht im allerersten Semester sofort anfangen, so
so richtig zu forschen und jetzt sofort irgendwie die riesigen Erkenntnisse haben, sondern ich muss vielleicht erstmal Grundlagenwissen mitbekommen, um forschen zu können. Das Ergebnis ist, dass ich am Ende im Idealfall neue Sachen rausfinde. Das muss aber auch nicht immer so sein. Also Forschung kann auch heißen, ich befasse mich ganz lange mit einem Thema und stelle dann fest, keine Ahnung, meine Idee war kacke. Ich muss da irgendwie anders rangehen. Das funktioniert gar nicht so. Ich habe da irgendwo einen Denkfehler drin, muss nochmal neu starten. Das heißt, was bei Forschung immer auch wichtig ist, und das gilt für Studium genauso, ist, dass ich so ein bisschen Durchhaltevermögen mitbringe oder dass ich nicht sofort aufgebe, vielleicht wenn es mal ein bisschen anstrengend wird. Also im Idealfall finde ich was Neues raus. Das schließt auch ein, dass ich, wenn ich mich mit Forschung befasse, so ein bisschen Neugier brauche, dass ich so ein bisschen vielleicht Sachen hinterfrage und mir überlege, kann ich Dinge auch anders tun. Das wiederum ist das Ziel von einem Universitätsstudium. Also wenn ich an der Uni studiere, geht es darum, wissenschaftliches Arbeiten und Forschen zu lernen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der hier sitzt oder jede unbedingt eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler werden muss, aber zumindest die Zielsetzung im Universitätsstudium ist, dass ich eben das Handwerkszeug mitbekomme, um wissenschaftliches Arbeiten und Forschen zu lernen. Das bedeutet, in meinem Studium bekomme ich Grundlagenwissen mit. Das ist das, was wahrscheinlich den allermeisten von Ihnen hier blühen wird, wenn Sie was Ingenieurwissenschaftliches studieren. Dann gibt es so Mathe, so lineare Algebra und Analysis 1 und 2. Wer macht was Ingenieurwissenschaftliches? Auch so die meisten, ja, okay. Das heißt, Sie treffen sich dann alle wieder in derselben Mathe-Veranstaltung, egal ob Sie jetzt Maschinenbau machen, Biotechnologie oder Wirtschaftsinformatik. Alle haben dieselben Mathe-Grundlagen erstmal am Anfang. Und das heißt auch, dass das vielleicht mit dem Studium selbst oder mit den Themen, mit denen ich mich später dann befassen will, keine Ahnung, Flugzeuge bauen oder so, hat das noch nicht so viel zu tun, sondern ich mache erstmal Mathe. Ich lerne Grundlagenwissen, ich lerne Methoden, ich lerne eine bestimmte Herangehensweise vielleicht. Das ist auch das, was manchmal an der Uni so ein bisschen der Vorwurf ist. Ne? Das Studium ist irgendwie so abstrakt, das ist so theoretisch. Ja, weil ich muss eben erstmal bestimmte Herangehensweisen, bestimmtes Grundlagenwissen mitbekommen, um mir dann Fragestellungen stellen zu können, um dann was Neues vielleicht rauszufinden. Natürlich lerne ich auch Fachwissen und fachtypische Fragestellungen, also mich mit fachtypischen Fragestellungen zu befassen. Was heißt das? Ist wieder so ein bisschen das, was ich vorher meinte. Ne? Also als Physiker oder als Maschinenbauer werde ich mich mit anderen Themen befassen als Soziologe zum Beispiel. Ich werde auch anders an Dinge rangehen. Ich werde andere auf eine andere Art Fragen stellen. Und das bekommt man eben im Studium mit. Also was ist überhaupt eine soziologische Fragestellung? Was ist überhaupt eine wirtschaftswissenschaftliche Fragestellung zum Beispiel, wie kann ich da rangehen? Wenn man das weiterdenkt, ist das auch das, was so ein bisschen mit Fachkultur zu tun hat. Ne? Also wir haben alle so eine Klischeevorstellung im Kopf, wie jetzt ein Informatiker aussieht oder ein Sozialpädagoge. Das ist zu 90% totaler Schwachsinn. Zu 10% ist es aber auch ein bisschen wahr, weil natürlich das Leute sind, die sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen, die bestimmte Fragestellungen relevant finden und sich eben für ähnliche Dinge interessieren. Und zum Schluss, das habe ich auch schon erwähnt, lerne ich Methoden. Also ich lerne, keine Ahnung, wie muss ich eine Studie durchführen, wie muss ich Experimente machen zum Beispiel. So. Das ist wichtig, dass man sich das klar macht. Also die Zielsetzung von einem Uni-Studium ist, wissenschaftliches Arbeiten und Forschen zu lernen. Wie das konkret aussieht, das kann man sich noch mal ganz gut vielleicht verdeutlichen, wenn man sich anschaut, was Studium nicht ist, wenn man das vielleicht vergleicht noch mal mit den anderen Ausbildungsformen, die es so gibt. Also im Vergleich zum Beispiel zur Berufsausbildung. Was ist eine Berufsausbildung? Habe ich auch bei Wikipedia nachgeguckt. Berufsausbildung heißt, da wird theoretisches Wissen und praktische Fertigkeiten vermittelt, die zur beruflichen Handlungsfähigkeit führen. Okay, was heißt das? Also berufliche Handlungsfähigkeit steht im Vordergrund. Da steht jetzt nichts von Wissenschaft, sondern das theoretische Wissen, was ich mitbekomme in der Berufsschule, was normalerweise so ein Drittel der Ausbildung ausmacht, ist dafür da, dass ich das eben auch konkret praktisch umsetzen kann in dem, was ich in meiner Ausbildung dann tue. Ich bin ja im Normalfall, wenn ich eine Ausbildung mache, auch im Betrieb angestellt. Das ist so 2/3 der Zeit normalerweise und mache da auch schon genau das, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Also ich mache schon die Tätigkeiten, die in meinem Job später eine Rolle spielen werden und ich bin eben beruflich handlungsfähig.
wie sieht das konkret aus? Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht von der TU. Man kann ja Brauerei- und Getränketechnologie studieren. Macht das jemand? Traut sich keiner zu sagen. Es gibt auch nicht so viele von diesen Leuten. Aber man kann Brauerei- und Getränketechnologie studieren. Man kann auch eine Ausbildung zum Brauer machen an der TU. Und das sieht ungefähr so aus. Das sind die Brauer bei uns an der Technischen Universität. Es gibt eben ganz, wir haben ja ganz viele Werkstätten etc. Da kann man eben auch Ausbildung machen. Das ist übrigens kein Pferdedung. Das Video war irgendwann mal bei Facebook und jemand hat so kommentiert, ja toll, machst du eine Ausbildung, da musst du Scheiße schaufeln. Weiß ich jetzt nicht. Also das hat was mit Malz zu tun, ja. Entschuldigung. Das braucht man, um das da herzustellen, um Bier herzustellen. Was macht ein Brauer, was macht ein Brauerei- und Getränketechnologe? Also wenn ich eine Ausbildung zum Brauer mache, dann werde ich eben das machen, was wir da im Video eben gesehen haben. Ich werde die Anlagen betreuen, ich werde das Malz herstellen, was ich zur Bierherstellung brauche. Ich werde eben den Prozess wirklich konkret durchführen. So, ich werde die Anlagen warten, während jemand, der Brauerei- und Getränketechnologie studiert, sich wahrscheinlich eher übergreifend damit befasst, welche Prozesse laufen da ab, wie funktioniert das mit Mikroorganismen, mit Enzymen, wie kann ich Qualität sicherstellen, wie kann ich vielleicht die Prozesse verbessern, wie kann ich vielleicht auch neuartige, fancy Getränke mir ausdenken. Das heißt, ich werde eben eher nicht der Mensch sein, der an der Brauanlage dann irgendwie was schraubt. So. Das muss ich mir aber überlegen. Also wenn ich sage, ich bin aber der Typ, der Bock hat, das Malz in den Kessel zu schaufeln und dann umzurühren, ist jetzt ein bisschen gemein, aber wenn ich sage, ich will das wirklich konkret machen, ich will mich handwerklich zum Beispiel betätigen, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, eine Ausbildung zum Brauer zu machen, als Brauerei- und Getränketechnologie zu studieren. Man kann schwer sagen, was jetzt besser ist oder schlechter, sondern es ist so ein bisschen eine Typsache. Ne? Es geht darum, was ist mir wichtig, was will ich vielleicht später auch anfangen mit dem, was ich da mache. Wenn ich also jemand bin, der eben eher gerne viel Anwendung hat, der gern praktisch was macht mit seinen Händen, dann ist vielleicht eine Ausbildung manchmal besser. Das, was da steht mit beruflicher Handlungsfähigkeit, das macht manchmal eine Ausbildung auch irgendwie so klarer oder das ist vielleicht manchmal leichter verständlich. Ne? Also wenn ich sage, okay, ich mache eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, dann ist klar, ich werde wahrscheinlich später irgendwie in der Werkstatt arbeiten und Autos reparieren im Idealfall, weil das vielleicht das ist, wofür ich mich auch interessiere. Wenn ich Maschinenbau studiere, dann kann das sein, dass ich in der Fahrzeugindustrie später lande. Kann aber auch sein, dass ich was ganz anderes mache, dass ich in der Medizintechnik tätig bin, in der Produktionstechnik. Vielleicht bin ich in der Entwicklung, vielleicht bin ich aber auch im Qualitätsmanagement, vielleicht gehe ich eher in Richtung Kundenkontakt. Das heißt, ich habe in der Regel fächerübergreifende Beschäftigungsmöglichkeiten. Ich bin natürlich auf einem bestimmten Bereich so ein bisschen festgelegt, aber was konkret mein spezieller Job sein wird, ist noch gar nicht so klar. Das heißt auch, dass, wenn ich sage, ich will an Autos rumschrauben, dann ist vielleicht nicht die beste Idee, Maschinenbau zu studieren. So, und da muss man sich so ein bisschen überlegen, was passt da für mich. Dann gibt es ja noch die Fachhochschulen. Was ist der Unterschied zwischen Uni und Fachhochschule? Keine Ahnung. Also eine Fachhochschule ist eine Hochschulform, die Lehre und Forschung mit anwendungsorientiertem Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Grundlage betreibt. Sagt auch wieder Wikipedia, habe ich mir nicht selber ausgedacht. Was ist der Unterschied? Also erstmal, was ist gleich? Es ist eine Hochschule. Es geht um wissenschaftliche Grundlagen auch. Aber im Gegensatz zur Universität steht eben nicht ganz so stark die Forschung im Vordergrund, sondern mehr die Anwendungsorientierung. Das heißt konkret im Studium, wenn ich jetzt bei uns an der TU eben diese ominösen Mathe-Module machen muss, ne, lineare Algebra, Analysis 1 und 2, dann bringt das wahrscheinlich so 18 Leistungspunkte. Wenn ich an der Fachhochschule ein ingenieurwissenschaftliches Studium mache, dann habe ich vielleicht Mathe 1, Mathe 2 im ersten und zweiten Semester. Das bringt dann vielleicht 10 Leistungspunkte. Das heißt, ich habe auch wissenschaftliche Grundlagen. Ich werde mich auch mit Grundlagenwissen auseinandersetzen, aber eben nicht in dem Umfang, wie das normalerweise an der Uni der Fall ist. Das Studium ist auch an der Fachhochschule ein bisschen mehr durchstrukturiert. Ich habe einen klareren Plan vielleicht. Ich kann nicht ganz so viel selber auswählen. Dafür ist vielleicht klarer, was ich machen kann, muss, wie auch immer.
Wenn man das jetzt vergleicht damit, wie Studium an der TU definiert ist, ich habe das mal rausgesucht, das ist aus unserem Leitbild für die Lehre, da ist so ein bisschen festgeschrieben, also was bedeutet Lehre an der TU, was soll man hier lernen, wenn man hier ein Studium abschließt, und da steht zum Beispiel, wir bereiten unsere Studierenden mit wissenschaftlichen Grundlagen und forschungsorientierte Lehre sowohl auf eine wissenschaftliche Laufbahn als auch auf dem Arbeitsmarkt vor. Okay, wissenschaftliche Grundlagen stehen aber wahrscheinlich im Vordergrund. Da steht jetzt nicht so viel von Anwendungsorientierung. Das wird im Studium auch irgendwann eine Rolle spielen, aber meistens vielleicht nicht unbedingt im ersten und zweiten Semester. Und, das finde ich noch interessanter, Studieren und Lernen an der TU Berlin impliziert eben, dass man sich mit Forschungsthemen auseinandersetzt und dass man das Lernen als einen individuellen Erkenntnisprozess begreift. Das klingt jetzt so ein bisschen groß, ne? Individueller Erkenntnisprozess, aber das beschreibt eigentlich ganz gut, was man hier macht. Das ist wiederum das, was manchmal der Uni auch so vielleicht so ein bisschen vorgeworfen wird, neben dem, das ist ja immer so theoretisch, ist manchmal auch so der Vorwurf sehr so chaotisch. Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich komme hierher, dann sind super viele Leute und ich weiß gar nicht, wie geht das jetzt mit meinem Stundenplan, was muss ich als nächstes machen. Das hat was damit zu tun, auch, dass das Studium eben bedeutet, dass ich das selber in die Hand nehmen kann, dass ich eigene Schwerpunkte setzen kann, dass ich mir überlegen kann, wie soll mein Studium aussehen, will ich das ganz schnell durchstudieren und schnell einen Abschluss kriegen, will ich vielleicht rechts und links alle möglichen Sachen noch machen und darüber, was man hier konkret rechts und links noch machen kann, darüber wollen wir uns gleich noch ein bisschen unterhalten. Zum Schluss, weil ihr jetzt alle neu sind, was sind so die Unterschiede zwischen der Schule und der Uni? Das ist so ein bisschen banal, aber ich glaube, es ist gut, wenn man vielleicht mal so ein bisschen drüber nachdenkt, was ist jetzt eigentlich anders? Also erstmal hat man wahrscheinlich schon gelernt, okay, das mit den Lehrveranstaltungen ist hier anders organisiert, ich habe jetzt nicht so Unterricht und dann komme ich da jeden Tag hin und dann ist irgendwann gehe ich nach Hause und mache Hausaufgaben, sondern ich habe ganz viele verschiedene Lehrveranstaltungsformen, ich kann das mehr selber entscheiden. Das, was da in der Mitte steht, das war jetzt auch ein großes Thema, eine Schulpflicht. Also wenn ich in der Schule bin, dann habe ich theoretisch die Verpflichtung, da auch hinzugehen. An der Uni wird das anders sein. In der Regel gibt es keine Anwesenheitspflicht. Das ist manchmal, wenn man neu ist, fühlt sich das ein bisschen an, so wie immer hitzefrei. So geil, ich muss nicht hingehen. Meistens rächt sich das spätestens dann, wenn ich Prüfungen schreiben muss oder auch nicht. Kommt vielleicht auch wieder darauf an, was ich für ein Typ bin. Also ich kann das mehr selber entscheiden. Ich habe auch nicht mehr so diese klare Struktur mit Klassenstufen, ne? Erstes Semester muss ich schaffen, dann komme ich ins zweite Semester, sondern es gibt mehr so einen Studienverlauf. Ich kann auch im fünften Semester sein und erst 20 Leistungspunkte haben. Dann bin ich halt im fünften Semester und habe noch nicht so viel geschafft. Muss ich mir dann überlegen, ob ich damit klarkomme oder nicht. Kann aber sein, vielleicht hat das Gründe, dass das eben so funktioniert. Also wichtig ist, ne, irgendwie gibt es da Unterschiede. Wir wollen uns gleich nochmal darüber unterhalten, wie das konkret in der Lehre vielleicht auch anders ist an der Uni. Man muss sich so ein bisschen darauf einstellen, sozusagen damit umzugehen. Das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Wir wollen gleich mal mit echten Lehrenden darüber sprechen, wie eigentlich Lehre hier so funktioniert, wie Unterricht an der Uni so funktioniert. Das ist nämlich auch ein großer Unterschied. Also, was machen eigentlich Professorinnen? Was macht ein Prof, eine Professorin an der Uni? So Unterricht, keine Ahnung. Also das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Uni und Schule, ehrlich gesagt. Ich habe das wieder nachgeguckt, was ist die Definition? Also die Hauptaufgabe von Professorinnen an wissenschaftlichen Hochschulen ist die eigenverantwortliche Durchführung von Lehre und Forschung. Wobei ganz klar der Schwerpunkt ganz oft auf der Forschung ist, weil, hat jemand eine Idee, wie viele Stunden Lehre normalerweise ein Professor, eine Professorin an der Uni macht, wenn man hier so in Vollzeit angestellt ist? Keine Ahnung, also es sind, ich glaube, 9 Stunden, richtig? Wenn man an der TU eine Professorinnenstelle hat, dann muss man 9 Stunden Lehre machen. Das heißt, wenn man im Schnitt so 40 Stunden arbeitet, heißt das, das ist offenbar nicht die Hauptaufgabe, die man hat. Die Hauptaufgabe ist, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen, mit Forschung sich auseinanderzusetzen. Ein großer Unterschied ist auch, dass die Leute, die hier Lehre machen, im Gegensatz zu Lehrerinnen und Lehrern eben nicht speziell dafür ausgebildet sind. Die haben
Also als Lehrer habe ich im Idealfall hoffentlich mal ein Studium gemacht, wo mir beigebracht wurde, wie kann ich jetzt Leuten was beibringen. Also mache ich das jetzt in Gruppenarbeit mit bunten Wandzeitungen oder lieber irgendwie anders. Das hat man in der Regel, wenn man hier Prof ist, nicht gelernt. Man ist erstmal ein Experte in seinem Fachbereich. Das heißt, wenn ich Prof bin in Elektrotechnik, dann habe ich eben Elektrotechnik studiert, dann eine Promotion wahrscheinlich gemacht, mich irgendwann habilitiert und bin eben ein Experte in Elektrotechnik. Ich bin aber vielleicht nicht unbedingt immer ein Experte darin, jetzt Leuten was beizubringen, ist ein großer Unterschied. Das heißt nicht, dass die Lehre hier immer schlecht ist. Das zeigen wir nämlich damit, dass wir uns hier mit Lehre auch ganz konkret nochmal befassen. Also es gibt das Leitbild Lehre, davon habe ich eben schon mal was gesagt. Da sehen wir nochmal Herrn Professor Heiß, den Sie, wenn Sie vorhin da waren, heute Morgen auch schon getroffen haben, der bei uns Vizepräsident für Lehre, Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist. Das heißt, im Leitbild Lehre haben wir festgelegt, wie soll gute Lehre sein, also worum, was soll man hier lernen, wenn man hier an der Uni ist. Und wir haben einen Preis an der TU Berlin, der einmal im Jahr verliehen wird, der Preis für vorbildliche Lehre von der Gesellschaft von Freunden der TU Berlin, wo Professor Heiß auch der stellvertretende Vorsitzende ist. Deswegen, Herr Professor Heiß, ich bitte Sie jetzt auf die Bühne, um den Preis für vorbildliche Lehre zu verleihen. Ja, meine Damen und Herren, was machen Professoren? Was ist gute Lehre? Damit wollen wir uns jetzt beschäftigen und Ihnen ein paar Beispiele geben, wie gute Lehre an der TU aussehen kann. Zunächst ein paar Anmerkungen zu der Gesellschaft von Freunden der TU. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern der TU, ehemaligen Mitgliedern und anderen Personen, die der TU Berlin nahestehen und sie unterstützen wollen. Auch Sie können Mitglied werden. Mit 5 Euro Jahresbetrag sind Sie dabei. Das sind also umgerechnet etwa 10 Cent pro Woche. Das wird keinen wahrscheinlich arm machen. Ich bringe nachher noch ein paar Beitrittsformulare mit und lege sie da vorne hin, können Sie sich dann gleich mitnehmen. Der Verein pflegt Kontakte in die Wirtschaft und in die Politik, denn es ist nicht nur wichtig, Freunde zu haben, es ist auch wichtig, einflussreiche Freunde zu haben. Er organisiert Veranstaltungen als Mittler zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Er fördert Studierende und Jungwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und er vergibt Preise. Preise für Studierende, für Promovierende, für TU-Beschäftigte und auch für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Der wichtigste dieser Preise ist der Preis für vorbildliche Lehre, der seit 10 Jahren verliehen wird. Ausgezeichnet werden Dozentinnen und Dozenten, die nach Meinung der Studierenden und auch der Jury besonders positiv aufgefallen sind. Dabei ist es gar nicht so einfach zu definieren, was man denn unter guter Lehre versteht. Ist es der fesselnde Vortrag? Sind es die spannenden Inhalte? Oder ist es das, ist der Umfang dessen, was man in dieser Lehrveranstaltung gelernt hat? Es ist auch nicht so, dass alle Themen jetzt gleich spannend wären. Und manche Fächer sind tatsächlich schwieriger als andere. In der Vergangenheit sind wir so vorgegangen, dass wir uns reihum eine Fakultät vorgenommen haben und die Lehrveranstaltungskritik der Studierenden ausgewertet haben und die dann in die engere Wahl genommen haben, die da besonders gut abgeschnitten haben. Jetzt sind wir einmal durch alle 7 Fakultäten durch und jetzt haben wir uns auf ein anderes Verfahren verlegt, dass wir ganz bestimmte Lehrformate auszeichnen wollen. Und in diesem Jahr geht es um digitale Lehre, das heißt Lehrveranstaltungen, die in hohem Maße und didaktisch sinnvoll digitale Werkzeuge einsetzen. Wir haben den Preis im Frühjahr ausgeschrieben und die Dozentinnen und Dozenten der TU Berlin konnten sich darauf bewerben. Es sind 32 Bewerbungen eingegangen aus allen Fakultäten. Jeder Antrag wurde von mindestens 2 Jurymitgliedern bewertet. Die 10 besten Anträge wurden dann nochmal in einer abschließenden Jury-Sitzung diskutiert. Es war sehr schwierig, weil eigentlich alle Anträge preiswürdig waren und man immer irgendwie Äpfel mit Bananen vergleichen musste. Es ist irgendwie so, wenn Sie entscheiden müssen,
was ist besser, eine Tomatensuppe oder ein Tiramisu, fällt einem schwer, da gemeinsame Kriterien anzulegen. Wir haben uns deswegen überlegt, dass wir, weil wir auch sehr die Formate sehr davon abhängen, ob es eine große oder eine kleine Lehrveranstaltung ist. Wir haben Lehrveranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern und wir haben Lehrveranstaltungen mit 10 oder 15 Teilnehmern. Und natürlich wirkt sich das auf das aus, welche didaktische Methodik man einsetzt. Und deswegen haben wir zwei Kategorien gemacht, große Lehrveranstaltungen und kleine Lehrveranstaltungen und vergeben deswegen jetzt zwei Preise. Einen Preis für eine große, digital angereicherte Lehrveranstaltung und eine kleine. Die große Lehrveranstaltung, die ausgezeichnet wird, ist die Vorlesung Einführung in die Wirtschaftsinformatik von Professor Rüdiger Zarneko, den ich hiermit auf die Bühne bitte. An der Vorlesung nehmen jedes Jahr 350 bis 400 Studierende teil. Sie verwendet das Konzept des Flipped Classrooms, das heißt, der Inhalt der Veranstaltung ist in 34 kurze Lehrvideos zum Selbststudium gepackt. Zu jedem Lehrvideo gibt es Arbeitsblätter mit Lernzielen und Kontrollfragen. Ergänzend findet alle 14 Tage eine Präsenzveranstaltung statt, die den Fokus auf Diskussion und Rücksprache mit den Studierenden zu aktuellen Entwicklungen und Fallbeispielen legt. Auch in dieser Präsenzveranstaltung werden dann digitale Tools für Voting oder sich irgendwie in die Diskussion einzubringen eingesetzt. Rüdiger, was hat dich dazu bewogen, vor 2 Jahren war es, glaube ich, oder vor 3 Jahren? 4 schon. Vor 4 schon, genau, ja. Die Lehrveranstaltung komplett umzustellen. Und was sind deine Erfahrungen? Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite aus. Herzlich willkommen zum Erstsemestertag. Mich hat damals doch umgetrieben die Frage, wie man grundlegende Inhalte der Wirtschaftsinformatik, die bei uns im ersten Semester auch in einer Pflichtveranstaltung vermittelt werden, wie man die vielleicht für die Studierenden spannender und interessanter vermitteln kann. Ja, Sie haben ja im Vortrag eben gehört, dass es da eine ganze Reihe von Herausforderungen gibt und so war das bei mir auch. Ja, es gibt in der Wirtschaftsinformatik eine ganze Menge an Stoff, ja, den man auch einfach vermitteln muss, genauso wie in der Mathematik oder in anderen Bereichen ist das eine umfangreiche Menge und gerade im ersten Semester geht es ja auch darum, diesen Stoff strukturiert den Studierenden zu vermitteln. Und ich habe das auch viele Jahre lang in der ganz klassischen Form gemacht, in der Vorlesung im Hörsaal. Ja, jede Woche 90 Minuten habe ich diese einführenden Inhalte vermittelt. Und was dann immer ein bisschen zu kurz kam, war genau dieser andere Teil, der die Lehre an einer Universität ausmacht, nämlich die Forschungsorientierung, die Diskussion, ja, aber auch aktuelle Beispiele und Ähnliches mit den Studierenden zusammen diskutieren zu können. Dafür war nämlich dann schlichtweg keine Zeit. Ja, dann gab es noch Übungsgruppen parallel, ja, aber das machen dann meistens ja auch die Tutoren bei uns. Ja, da war ich dann nicht persönlich involviert und ich habe mir damals überlegt, wie kann ich mehr Freiraum schaffen, um die Präsenzzeit, die ich gemeinsam mit Ihnen dann verbringe, interessanter und auch aktueller gestalten zu können. Ja, und so kam ich auf die Idee, die Vermittlung der reinen Inhalte in Anführungsstrichen in Form von Online-Videos dann zu präsentieren. Ja, die können sich jeder Student zu Hause anschauen oder unterwegs, wo immer er oder sie möchte. Und die Zeit im Hörsaal dann wirklich zu nutzen, um aktuelle Beispiele zu diskutieren, um auf Fragen einzugehen, ja, und auf die vielen spannenden Entwicklungen, die wir ja auch in der Forschung als Professoren immer miterleben, dann auch in die Lehre besser mit einfließen lassen zu können. Ja, und es hat gut funktioniert, ja, also sowohl die Rückmeldung, die Evaluation von Ihrer Seite aus zeigt, dass das doch sehr geschätzt wird, dieses Konzept. Und ehrlich gesagt, auch für mich als Dozenten macht es jetzt viel mehr Spaß zu unterrichten, weil ich muss nicht zum 13. Mal Ihnen erklären, was ist ein Informationssystem und was ist Hardware und Software, sondern das können Sie sich im Video selber anschauen. Ja, und ich kann mit Ihnen
über spannende Entwicklungen im Internet, in der digitalen Welt und Ähnliches diskutieren. Das ermöglicht diese neue Struktur der Veranstaltung. Vielen Dank, Rüdiger. Und jetzt zur offiziellen Verleihung. Ja, danke schön. Ja, ein Konzept, was Schule macht. Immer mehr Kolleginnen und Kollegen gehen zu diesem Konzept des Flipped Classrooms über. Und wir begleiten das natürlich mit Interesse und wollen auch rauskriegen, was die Vorteile sind. Es ist ja nicht so, dass der Aufwand jetzt bei digitaler Lehre geringer wäre als bei konventioneller Lehre. Wir kommen dann zur zweiten Lehrveranstaltung, die wir auszeichnen wollen, sozusagen eine kleine Lehrveranstaltung mit bis zu 30 Teilnehmern. Und das ist das Online-Projektlabor Chemie im Alltag. Und ich bitte die Dozentinnen und Dozenten auf die Bühne, Frau Dr. Zyleja Jenice-Campbell, Herrn Dr. Franz Josef Schmidt und Herrn Professor Thomas Friedrich. Der Jury hat besonders gefallen, wie hier forschendes Lernen mit Medienproduktion kombiniert wird. Studierende erforschen in kleinen Gruppen konkrete Dinge des Alltags, zum Beispiel in welchem Umfang Handys Bakterien kontaminiert sind oder ob Shampoos schädlich für die Umwelt sind. Richtet sich nicht nur an Studierende der Chemie, auch andere können da teilnehmen. Und die Ergebnisse dieses konkreten individuellen Forschungsprojekts werden dann in Form von Blogs oder Lehrvideos im Internet veröffentlicht. Das hat uns sehr gut gefallen und mich würde jetzt natürlich interessieren, ich weiß nicht, wer von Ihnen antworten will, weil das so ein schönes Beispiel für forschendes Lernen ist, ja im Prinzip wirklich genau forschendes Lernen, was die Lernziele dieser Lehrveranstaltung waren und in welcher Weise sie umgesetzt werden konnten. Ja, herzlichen Dank. Genau, forschendes Lernen. Die Lernveranstaltung basiert auf dem Prinzip des forschenden Lernens, angereichert durch E-Elemente. Und unsere Ziele sind, dass wir einfach Motivation durch eine studierendenzentrierte Lehrveranstaltung und dass wir auch Darstellung der Forschung im Bereich der Naturwissenschaften und auch Begeisterung für die Forschung. Und das Forschende für uns ist auch sehr, sehr wichtig, dass Studierende alle Phasen des forschenden Lernens eigenständig auch durchführen und gestalten und steuern können. Also Selbstermächtigung, das ist ja auch sehr wichtig, ein wichtiges Element der Motivation. Noch was hinzuzufügen? Ja. Vielleicht meine ursprüngliche Motivation bei der Einführung von diesem Modul war, na, wir sind ja als Naturwissenschaftler in der Chemie unterwegs, das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied zu dem, was Sie vorhin dargestellt haben, ein relativ handwerklicher Studiengang, also Chemie besteht aus sehr, sehr vielen Praktika und ich habe es immer bedauert, dass die Studierenden eigentlich erst recht spät dazu in die Lage gesetzt werden oder die Möglichkeit bekommen, einmal mit selbstgestellten Fragen an die Natur zu kommen und auch mal selbstbestimmt mit einer eigenen Frage auch in Forschungslaboratorien zu arbeiten. Und deswegen haben wir uns damals 2013 zusammen mit Dr. Schmidt überlegt, da so ein Modul zu schaffen, was klarerweise nicht für eine Massenveranstaltung angeboten werden kann, aber doch Studierenden die Möglichkeit bietet, ihre eigene Frage an die Natur zu formulieren und die mit uns zusammen sozusagen umzusetzen in ein Experiment und diese Experimente dann auch in den Laboratorien des Instituts für Chemie oder andere, je nachdem, was eben als Methode dafür erforderlich ist, eben umzusetzen. Die Hoffnung dabei war, dass wir dabei auch die Studienmotivation ein wenig fördern, denn eigene Fragen in die Natur zu stellen, wenn das erst im sechsten Semester während der Bachelorarbeit passiert, ist meines Erachtens zu spät. Und es wäre auch ein klein wenig mein Wunsch an Sie,
versuchen Sie immer Fragen zu stellen, Fragen an Ihr Fach, auch Fragen an sich selber. Es gibt keine dummen Fragen, das weiß ich auch aus eigener Lehrerfahrung. Dumm ist es nur, wenn keine Fragen gestellt werden. Deswegen kommen Sie auf Ihre Lehrpersönlichkeiten zu. Wir versuchen uns Ihnen zu öffnen oder auch unsere eigenen Lehrvorstellungen, Lehrkonzepte Ihren Fragen anzupassen, viele Dinge dann möglicherweise auch zu revidieren, und dafür brauchen wir Ihre Rückkopplung, Ihre Zustimmung, Ihre Kritik. Herr Schmidt, was ist denn das Digitale an der Lehrveranstaltung? Ja, Sie haben es richtig gesagt. Wir hatten überlegt, dass eben auch viele Fragen, die die Studierenden stellen und die sie auch beantworten in dem Labor, nicht verborgen bleiben sollten, sondern eben der Öffentlichkeit mitgeteilt werden sollten. Und die ursprüngliche Idee war eben dann auch, das Internet, die neuen Medien, Plattformen zu nutzen, um eben Ergebnisse publik zu machen. Das Ganze natürlich strukturiert mit den Blogs, die auch unter einem Metablog, also wordpress.oplchem.com, alle präsentiert werden. Können Sie sich gerne mal angucken. Und dieses Labor steht auch für jeden offen. Und das Ganze hat sich dann auch erweitert, dass Studierende eben richtige Videos produzieren, dass sie sich online organisieren, dass Protokolle auch kollaborativ geschrieben werden, Versuche auch in Etherpads kollaborativ geplant werden. Und da sieht man eben, dass eben dann auch die neuen Medien in einem, sag ich mal, Projektlabor, in einem Labor durchaus so eine Teilinvertierung schaffen können, die eigentlich vorher immer nur in Vorlesungen gemacht wurde. Findet man das auch auf YouTube? Ja, die Videos sind alle auf YouTube. Da haben wir einen Channel, der heißt Edozent Praktika. Können Sie sich auch angucken. Da sind alle Videos gesammelt. Okay, vielen Dank. Ganz kurz, ja. Bevor Sie die Bühne sofort wieder verlassen, würde ich die Chance gerne nutzen, um vielleicht noch zwei Fragen loszuwerden. Also wir haben jetzt viel darüber geredet, ne, in der Uni ist irgendwie anders, dann hat man so Lehrveranstaltungen, wo richtig viele Leute drin sitzen, wo es vielleicht gar nicht so viel die Möglichkeit gibt, irgendwie rückzukoppeln. Was würden Sie sagen, was kann man als Student, als Studentin, als Erstsemester von Lehrenden eigentlich erwarten? Also wenn wir jetzt darüber reden, dass es da Unterschiede gibt, ne? Lehrer sind irgendwie ausgebildet, um Leuten Sachen beizubringen und sind eben auch schließlich auch dafür da. Wie ist das jetzt an der Uni? Also was kann ich von Lehrenden erwarten, wenn ich hier neu bin, wenn ich jetzt anfange als Erstsemester? Also ich fange vielleicht mal ganz kurz an. Also was erwartet wird, ist natürlich, was wir auch im Leitbild gesehen haben, eine Vorbereitung auf die Herausforderungen des Lebens, ob im Beruf, ob in der Forschung. Forschung ist ein Beruf. Und da wird natürlich erwartet, dass die Lehrenden kompetent sind, aber was ich gemerkt habe, auch durchaus auf Augenhöhe kommunizieren und gemeinsam mit den Studierenden nach der Wahrheit suchen und später dann in der Forschung, vielleicht am Anfang auch einfach gemeinsam mit den Studierenden die bekannten Wahrheiten ermitteln. Und das ist uns auch ein Anliegen im Labor, dass wir eben dann gemeinsam forschendes Lernen betreiben und nicht von oben herab. Ich würde sagen, die Lehrveranstaltungen sind natürlich extrem unterschiedlich an der TU. Also da kann man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich glaube, was man auf jeden Fall erwarten kann von den Dozenten hier an unserer Universität, dass sie in ihrem Forschungsfeld ganz vorne mit dabei sind, national und international, und dass sie diese Forschungserkenntnisse auch immer brandaktuell in ihre Lehrveranstaltungen mit hinein integrieren. Ja, also sie können die Erwartung haben an Ihre Dozenten hier, dass Sie dort das lernen, was wirklich in der Forschung zurzeit ganz oben ansteht, und keine Inhalte, die man vielleicht vor 10 Jahren irgendwo schon mal gehört hat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kriterium, und da können Sie sich, glaube ich, auch darauf freuen. Vielen Dank. Ergänzend dazu möchte ich noch sagen, was Sie auch noch erwarten können und was auch sehr wichtig ist, auch eine gendergerechte Sprache.
Okay. Wir sind hier offenbar auf der Höhe der Zeit an der TU Berlin. Das ist doch schön, wenn man das erwarten kann. Mich würde andersrum noch mal interessieren, was erwarten Sie von Studierenden? Also Sie haben vorher schon gesagt, ne, es ist wichtig, dass man Fragen stellt, dass man sozusagen sich nicht passiv vielleicht berieseln lässt. Also was sind Dinge, die Sie als Lehrende von Studierenden erwarten würden? Was ist wichtig? An mich? Ich denke, man kann es umdrehen. Also Sie dürfen von den Dozenten erwarten, dass sie engagiert und gut vorbereitet sind. Und ich glaube, das dürfen wir umgekehrt auch von Ihnen erwarten oder würden wir uns zumindest erhoffen, ja, dass Sie die Chancen, die Sie hier haben, das ganz breite Angebot an Lehrveranstaltungen auch nutzen, ja, dass Sie sich aktiv einbringen. Ja, Sie haben ja eben gehört, Studium heißt sich bemühen, anstrengen. Ja, also es ist keine Dienstleistung, die man hier bekommt, wo man in den Hörsaal geht und sich berieseln lässt, ja, sondern man muss sich einbringen und erst dann profitiert man, glaube ich, auch erst richtig von dem Wissen der Dozenten. Ja, ich glaube, das können wir erwarten und natürlich auch auf der, sag ich mal, eher operativen Ebene, ja, dass sie sich gut vorbereiten, dass sie die Termine kennen, ja, und wissen, wann sie wo sein sollten. Ja, das klingt jetzt banal, aber ist gerade am Anfang oft auch gar nicht so einfach. Ja, ich würde es vielleicht so formulieren, nicht unbedingt als eine Erwartung, sondern als einen Wunsch, den ich an Studierende habe. Erstens, graben Sie sich nicht ein, zu keiner Phase in Ihrem Studium versuchen Sie immer nur alleine zu sein, alleine voranzukommen, denn auch das Lernen, der Lernprozess ist ein solcher, der davon unheimlich profitiert, wenn Sie mit anderen, mit Ihren Mitstudierenden darüber reden, über die Lehrinhalte. Und wenn Ihnen Fragen offen bleiben, gehen Sie auf die Lehrpersönlichkeiten zu, versuchen Sie es nicht im stillen Kämmerlein zu lösen, gehen Sie auf uns zu. Meine Rolle dabei empfinde ich so, ich stelle sozusagen dann einen Haufen Brennmaterial zur Verfügung, aber wenn Sie mal die Studieneingangsphase hinter sich haben, sollten Sie sich an diesem Brennmaterial bedienen und dann diesen Funken dann in sich selbst für Ihr Fach dann zum Brennen bringen. Das wäre mein Wunsch, dass ich dazu beitragen kann. Ja, also herzlichen Glückwunsch nochmal an Sie und vielen Dank. Ich würde sagen, wir können schon noch mal einen Applaus, ne? Ja, hier sehen wir übrigens Professor Zahneko noch mal in Aktion. Okay. So, jetzt haben wir irgendwie Lehrende gesehen, wir haben so ein bisschen abstrakt darüber geredet, Uni, was heißt das eigentlich? Ich würde gerne noch mal ein bisschen konkreter darüber reden. Wie sieht Studium eigentlich aus? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt hier startet? Wir haben jetzt mitbekommen, die meisten von Ihnen waren noch nicht so wirklich an der Uni. Also was bedeutet Studieren? Welche unterschiedlichen Formate gibt es hier an der Uni? Ich glaube, der Klassiker, was man sich so vorstellt, ist das. Das ist das Audimax hier an der TU. Wir sind ja eine recht große Uni mit 34.000 Studierenden ungefähr. Das heißt, ich glaube, man hat so, oh Gott, Massenuni, Assoziation, ganz voll und große Hörsäle. Das kann sein, dass das mal so aussieht im Studium, zumindest am Anfang. Also meine klassische Erstsemestererfahrung ist so die, dass ich ungefähr so da bin, so kurz vorm Notausgang, damit ich schnell weggehen kann und auch hoffe, dass mich keiner fragt. Und nur so ungefähr die Hälfte von dem verstehe, worum es da geht. Dann gibt es so Leute, ne, hier vorne, die nicken immer so mit, so wissend und stellen dann wahnsinnig kluge Fragen. Ich habe mich gefragt, okay, wie kannst du in einem Raum mit 1000 Leuten eine Frage stellen? Völlig undenkbar, weil das bei mir manchmal eher so aussah, ne? Weil ich vielleicht am Anfang auch gar nicht so wirklich in der Lage dazu war, Fragen zu formulieren. Das ist auch was man im Laufe der Zeit lernt, ne? Das klingt so banal, fragen Sie viel nach. Ich war am Anfang gar nicht so richtig in der Lage dazu, überhaupt zu sagen, okay, was ist denn meine Frage? Ich habe irgendwie gar nicht so richtig kapiert, was das Ganze hier soll. Das lernt man aber mit der Zeit im Studium. Grundsätzlich ist klar, ne, in den meisten Studiengängen wird es am Anfang Vorlesungen wahrscheinlich geben. Das heißt, das sind Veranstaltungen, die eher nicht so wahnsinnig interaktiv sind, wo also jemand vorne steht und was erzählt und vielleicht verstehe ich das, was der da sagt oder auch nicht. Das kann auch mal vorkommen. Wichtig ist, wenn man im dritten Semester immer noch das Gefühl hat, ich verstehe gar nichts, dann ist es vielleicht gut, wenn man mal mit jemandem darüber redet.
redet, aber am Anfang kann das normal sein, dass man vielleicht nicht so super schnell mitkommt. Studium kann aber auch anders aussehen. Das ist jetzt hier ein Bild bei uns aus der Lehrkräftebildung. Also in den Geisteswissenschaften ist das in der Regel üblich, dass ich eher Seminarformate habe, also eher kleinere Lehrveranstaltungen, wo es auch eine Professorin, einen Professor gibt, die oder der das Ganze anleitet, wo das aber eben vielleicht nicht so einseitig ist, wie das in der Vorlesung ist, dass jetzt nur so in eine Richtung geredet wird sozusagen, sondern wo das viel mehr in einem Austausch vielleicht vonstatten geht. Also in der Regel habe ich dann vielleicht irgendwie Texte gelesen, ich habe was vorbereitet, irgendwer hält ein kurzes Referat, der Professor, die Professorin moderiert das so ein bisschen. Das ist vielleicht auch das, was hier eben auf der Bühne auch schon gesagt wurde, ne, dass man dann auf Augenhöhe vielleicht auch Dinge diskutiert. Auch da wieder ist so gute Vorbereitung nicht so schlecht. Da habe ich auch eine Weile gebraucht in meinem Studium zu kapieren, dass wenn ich die Sachen vorher gelesen habe, ich auch mitreden kann und das dann irgendwie mehr Spaß macht. Hat mich ein paar Semester gekostet, diese Erkenntnis. Aber auch so kann Studium aussehen. Oder so, das sind bei uns, hat jemand eine Idee, was das für ein Studiengang ist? Das ist Landschaftsarchitektur. In der Landschaftsarchitektur, aber auch in der Architektur, in der Stadt- und Regionalplanung, also in den Planungswissenschaften, wird man sehr viel mehr eben in Gruppen arbeiten. Auch, also das macht man in allen Studiengängen hier, aber in den Planungswissenschaften steht das im Vordergrund, dass man eben Planungsprojekte, Entwurfsseminare hat, wo man in der Gruppe mit anderen Studierenden zusammen an einem Entwurf arbeitet. Ne? Man sieht das hier im Hintergrund, die Pläne für keine Ahnung, Spielplatz oder was das ist. Das heißt, ich arbeite eben viel in der Gruppe, im Austausch mit anderen Studierenden. Ich muss vielleicht Deadlines irgendwie einhalten, ich muss Dinge präsentieren. Auch wieder sehr viel interaktiver vielleicht als das, was in der klassischen Vorlesung passiert. Oder so, das wäre eben das, wie vielleicht das Studium in der Chemie zum Beispiel aussieht. Ich bin viel im Labor, ich muss vielleicht tatsächlich handwerklich mit den Messgeräten etc., die es da gibt, was machen. Ich muss vielleicht Protokolle führen, ich muss wahrscheinlich irgendwie relativ genau arbeiten, aber auch da wird es eben nicht so sein, dass jetzt eine in ihre Richtung redet und sie dann irgendwie das nachmachen, sondern sie müssen eben eigenverantwortlich da auch unterwegs sein. Oder so, was ist das? Die beiden haben wir vorhin schon mal gesehen. Ist aus der Physik bei uns an der TU. Das werden jetzt wahrscheinlich nicht Leute im ersten Semester sein, vermute ich mal, sondern eher vielleicht Leute, die so Richtung Masterarbeit gehen. Also in den Naturwissenschaften werde ich vielleicht irgendwie mal was messen, Experimente durchführen, Protokolle führen etc. Das ist die Elektrotechnik, was ein relativ klassischer Ingenieurstudiengang ist, wo ich auch viele Vorlesungen habe, aber auch als Elektrotechniker bin ich wahrscheinlich mal im Labor, muss mal Sachen messen und werde eben das überprüfen, ob das, was ich theoretisch gelernt habe, sozusagen auch nachvollziehbar ist, verifizierbar ist. Oder so kann Studium auch aussehen. Das ist aus der Ökologie und Umweltplanung. Die dürfen auch mal raus. Studiert jemand Ökologie und Umweltplanung? Ja, cool, du darfst auch mal raus ins Moor. Hier waren die Kollegen im Moor und haben Sachen gemessen, haben vielleicht mal eine Feldstudie durchgeführt. In der Geotechnologie zum Beispiel passiert das auch oft, dass man irgendwo hinfährt und sich dann so Gesteinsformationen anschaut und so, dass man vielleicht vor Ort eben Messungen durchführt. Also auch so kann Studium aussehen, ist eben sehr unterschiedlich, je nachdem vielleicht in welchem Bereich man da unterwegs ist. Oder so, das ist unsere Mensa. Wahrscheinlich werde ich als Studentin, als Student auch mal Zeit in der Mensa verbringen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon getestet haben. Also heute wäre meine Empfehlung vielleicht eher Streetfood Market und dann, wenn der weg ist, dann vielleicht wieder Mensa. Weil es da billig Essen gibt, weil ich da meine Leute treffe, weil ich vielleicht, keine Ahnung, wenn ich Pause mache, in der Bibliothek dann dahin gehe, um gemeinsam Mittag zu essen. Ich glaube, also irgendwie gehört Mensa auch so ein bisschen wirklich zum Studium dazu, auch zu lernen, irgendwie, wie gehe ich damit um, so mit diesem Essen einerseits. Andererseits ist, glaube ich, was man lernt im Studium, wie kann ich mit möglichst wenig Geld ganz viel auf diesen Teller kriegen. Also als ich studiert habe, ich habe
unter anderem an der TU Dresden studiert, da gab es nicht so dieses, man stellt sich was zusammen, sondern es gab so ein fertiges Essen und dann wurde irgendwann die Nudeltheke eingeführt. Die Nudeltheke war toll, weil bei der Nudeltheke konnte man sich so viele Nudeln auf den Teller schaufeln, wie irgendwie mit aller Gewalt draufgepasst hat. Und dann kamen immer so diese Leute, ich glaube, das waren so wie Reptilien, die haben eigentlich nur einmal in der Woche gegessen. Die sind dann zur Mensa gekommen, zur Nudeltheke, haben diesen Teller genommen, wo man für 1,80 Euro Nudeln kaufen konnte und haben sich so 2 Kilo Nudeln auf diesen Teller drauf geschaufelt und 1,5 Liter Soße, das quoll dann schon so an der Seite so runter und haben irgendwie auch immer ein bisschen verzweifelt ausgesehen, weil irgendwann schafft man das ja auch nicht mehr, das zu essen, aber naja, egal. Also auf jeden Fall Nudeltheke sehr beliebt. Hier in Berlin ist das ungefähr mal so. Was ist das? Das ist so ein Joghurt, ich weiß nicht warum, wenn man sich den nimmt, dann passt er immer gerade so in die Schüssel rein. Wenn der ein bisschen warm wird, dann quillt es über. Also vielleicht achten Sie mal drauf, wenn Sie in der Mensa unterwegs sind. Es gibt immer Leute, bei denen sieht es auf dem Tablett so aus, weil die haben auch gespart. Vielleicht ist Studium auch so, ne? Ich werde irgendwie mit Leuten rumhängen, die sich für ähnliche Dinge interessieren wie ich selbst. Das ist hier die Wiese hinterm Hauptgebäude. Vielleicht werde ich auch einfach mal chillen, vielleicht geht es darum, neue Leute kennenzulernen, die vielleicht auch von woanders kommen, die andere Ideen haben. Auch das gehört zum Studium dazu. Manchmal sieht das auch so aus. Das ist unser Vivi-Café. Also natürlich gibt es sowas wie Erstsemester-Partys, natürlich gibt es dann auch manchmal Bier, aber eigentlich sieht das natürlich so aus, ne? Das ist auch das Vivi-Café, also alle so super konzentriert am Lernen, mit dem Handy, aber wie auch immer. Also Studium heißt eben nicht nur, dass ich in so einer Vorlesung hocke und 90 Minuten voll gelabert werde und dann nach Hause gehe, sondern Studium kann sehr viel unterschiedliche andere Aktivitäten auch bedeuten. Ich zum Beispiel habe in meinem Studium tatsächlich ziemlich viel Zeit in der Bibliothek verbracht, was bei uns so aussieht unter anderem. Warum Bibliothek? Ich habe immer in WGs gewohnt und es war nie möglich, da zu lernen, weil einfach ständig jemand vorbeigekommen ist und irgendwie um 11 schon ein Bier auf hatte und das hat gar nicht funktioniert. Also bin ich in die Bibliothek gegangen, da musste ich auch nicht vorher den Schreibtisch aufräumen, das war auch ein Riesenvorteil und war dann dort natürlich super, super zielstrebig und motiviert. Und warum Bibliothek wichtig ist, das erzählt uns jetzt Doreen Grahl von der Universitätsbibliothek. Hallo, herzlich willkommen, Doreen Grahl. Ich bin von der Universitätsbibliothek der TU Berlin. Die Universitätsbibliothek, die befindet sich einmal über dem Campus, also wir sind jetzt gerade im Hauptgebäude und ihr geht dann so schräg nach dort, da gibt es dann ein großes Backsteingebäude, das sieht so aus, da steht Volkswagen-Bibliothek dran, Volkswagen-Universitätsbibliothek. Und so sieht es dann eben drin aus. Es gibt mehrere Etagen, 4 Stück insgesamt. Die 1. bis 3. Etage ist die TU und ganz oben ist die UdK. Also falls ihr irgendwas Künstlerisches auch noch studieren solltet, wie zum Beispiel Architektur, haben wir auch genug da. Wir sind nicht die einzige Bibliothek auf dem Campus. Es gibt noch Spezialbibliotheken und Bereichsbibliotheken, zum Beispiel für die Physik, Bereichsbibliothek Physik. Auch für die Architektur- und Kunstwissenschaften gibt es eine separate Bibliothek. Für die Mathe, also die Mathematikbibliothek im Mathegebäude und auch für die Wirtschaftsstudenten gibt es die Bibliothek für Wirtschaft und Management hier im Hauptgebäude. So, genau. Also hier sieht man zum Beispiel noch ein bisschen Mathematikbibliothek. So sehen Bibliotheken von innen aus. Ich hoffe, ihr kennt das schon ein bisschen, vielleicht aus der Schule. Facharbeiten und so weiter musste man ja dort auch schon mal schreiben und vielleicht auch Bibliotheken nutzen. Warum eigentlich Bibliotheken nutzen? Ich gebe euch jetzt mal 5 Tipps, die euch den Beginn ins Studium mit unserer Hilfe ein bisschen erleichtern. So, fragt uns. Das sind Kolleginnen und Kollegen von mir. In einer Bibliothek sitzen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, das sind Informationsspezialisten, die kennen sich gut aus, wie man Dinge findet,
die man vielleicht als Studienanfänger noch nicht so leicht findet. Es gibt auf jeder Etage von uns Beratungsstellen, wo ihr hingehen könnt und wirklich jede Frage stellen könnt. Ich komme hier nicht ins WLAN oder ich habe ein E-Book gefunden, aber ich krieg's nicht runtergeladen, bitte helfen Sie mir. Also fragt uns gerne. Dann haben wir die gemütlichsten Arbeitsplätze. Das heißt, wir haben neben Einzelarbeitsplätzen, Computerarbeitsplätzen, haben wir Gruppenräume oder auch Workbase. Das sind Gruppenarbeitsplätze, in denen ihr euch als TU-Studierende Räume reservieren könnt. Und dort eben, wie auch schon empfohlen wurde, als Gruppen zusammen lernen könnt. So, Vorhängeschloss nicht vergessen. Wir haben überall auf dem ganzen Campus vor den Bibliotheken Spinte und Schließfächer. Ihr müsstet eure eigenen Vorhängeschlösser mitbringen. Am besten im Baumarkt kaufen oder auch bei uns im Kiepert Buchshop gibt es sowas auch zu kaufen und auszuleihen. Also immer in der Unitasche dabei haben. Die wichtigsten Lehrbücher sind auch bei uns zu finden. Das heißt, ihr bekommt bei euren ersten Lehrveranstaltungen meistens Literaturlisten von euren Professorinnen und Professoren. Dort sind Lehrbücher mit drin. Das heißt, es sind Einführungsbücher, die einmal diesen ganzen Themenbereich darstellen. Wir haben diese in teilweise hundertfacher Ausführung da, aber auch als E-Books. Dann könnt ihr also entscheiden, lese ich lieber elektronisch oder in einem richtigen Buch. Ihr könnt auf jeden Fall zu uns kommen und diese ausleihen für eure Prüfungsphase oder eben auch fürs ganze Semester. Wenn ihr schnell genug seid, ist auf jeden Fall für einige hundert etwas da. So, und als letzten Tipps, unsere Erstsemester-Infotage in der Zentralbibliothek. Das heißt, kommt vorbei und guckt euch das Gebäude einmal an. Kolleginnen und Kollegen von mir führen euch durchs Haus und sagen, das ist Copy Center, da sind die Informationen, wo ihr meine Kolleginnen und Kollegen fragen könnt. Und ihr bekommt auch erste kleine Seminarhäppchen, wie man zum Beispiel Bücher finden kann in elektronischer Form, wie man Literatur verwalten kann und so weiter. Ihr könnt euch das gerne einmal abfotografieren, das geht ab morgen los, geht aber auch am Mittwoch und am Donnerstag in dieser Woche und auch nächste Woche, also kommt gerne vorbei. Wir haben heute auch einen Stand, der ist gegenüber von dem anderen großen Vorlesungssaal und gleich, wenn ihr rauskommt, stehen wir auch direkt vor dem Audimax. Also wenn ihr noch andere Fragen habt an uns, kommt uns gerne besuchen, fragt uns und wir versuchen alles zu beantworten. Gut, dann wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Start ins Semester und dann hoffe ich, sehen wir uns bei uns in der Bibliothek. Danke. Ja, vielen Dank. Wenn ich jetzt super motiviert in der Bibliothek die ganze Zeit gelernt habe, dann ist vielleicht ganz gut, wenn ich auch ein bisschen Ausgleich kriege. Da gibt es eine Einrichtung an der TU, die da prädestiniert ist, um so ein bisschen vielleicht den Kopf freizukriegen von der ganzen Lernerei, nämlich der Hochschulsport. Wir haben eine ziemlich große Zentraleinrichtung Hochschulsport, wo man alles Mögliche machen kann, wo es ganz viele Sportkurse gibt, ich habe mal nachgeguckt, was bieten die überhaupt so an. Ich glaube, 170 Sportarten kann man beim Hochschulsport machen. Ich war überrascht, wie viele Yoga-Arten es so gibt. Also ungefähr alle, von Yoga Lattes über Yoga Workout, also ganz viel Yoga, wenn man sich vielleicht ein bisschen entspannen will. Keine Sorge, wir haben aber auch richtige Sportarten. Was? Nein, Yoga ist natürlich total anstrengend, sagen alle Leute immer. Ich habe das noch nie ausprobiert, deswegen weiß ich das gar nicht. Also wir haben auch richtige Sportarten, zum Beispiel Hedis. Weiß jemand, was Hedis ist? Hedis ist so Tischtennis, nur ohne Schläger und mit einem Gummiball und dann macht man das immer so mit dem Kopf. Also keine Ahnung, die Leute, die daran teilnehmen, haben dann auch so lustige Namen wie
Haddis Potter oder so, egal, also jedenfalls hat man dann so Künstlernamen, wenn man da antritt. Ich war ein bisschen skeptisch, weil da oben steht Trendsportart aus Kaiserslautern, weiß ich jetzt nicht so genau, aber also Haddis. Wer es lieber ein bisschen rustikaler mag, für den ist vielleicht dann Fußball irgendwie nett. Es gibt eine Liga auch in unterschiedlichen Kategorien, je nachdem, wie gut oder schlecht man spielt oder wie ambitioniert man vielleicht auch unterwegs ist. Die TU hat ganz viele eigene Sportstätten. Also wir haben eigene Sporthallen, wir haben hier im EB-Gebäude nebenan ein eigenes Fitnessstudio. Es gibt ein Bootshaus an der TU, wo man segeln kann, rudern kann etc., wo man eben auch die Dinge auf ganz unterschiedlichen Levels machen kann. Ich kann Dinge neu ausprobieren als Anfänger, ich kann aber vielleicht auch richtig in der Liga irgendwie unterwegs sein. Da geht ganz viel. Es gibt auch Leute, die das wirklich auf Spitzensportniveau betreiben. Also die TU hat eine Kooperation auch mit dem Olympiastützpunkt und unterstützt eben Leute, die Spitzensportler sind und hier im Studium eben sich auch organisieren müssen. Also ne, zum Beispiel die beiden da haben jetzt dieses Jahr beim modernen Fünfkampf die Goldmedaille geholt. Gibt ganz viele verschiedene Sportarten, die man da wirklich auch auf Leistungssportniveau betreiben kann. Ich kann aber auch sagen, oh, ich kann auch Trainer werden zum Beispiel, das gibt es auch. Ich kann aber auch sagen, okay, mir geht es nur darum, vielleicht Leute kennenzulernen. Ich nutze die Sportpartnerbörse, um, keine Ahnung, Leute zum Tanzen zu finden oder Badmintonpartner, wie auch immer. Unisport ist auf jeden Fall immer eine gute Möglichkeit, auch Leute kennenzulernen, vielleicht mit Leuten mal was zu tun zu haben, die jetzt nicht nur aus dem eigenen Studiengang kommen und eben auch eben neue Sachen auszuprobieren. Das ist nichts, was so standardmäßig im Stundenplan natürlich drin ist, sondern ich mache das in meiner Freizeit, habe da aber eben ganz viele Möglichkeiten. Es gibt auch Fahrten zum Beispiel, also ich kann mit dem Unisport zum Skifahren fahren oder beim Firmenlauf mitmachen. Da ist die TU immer eine der größten Teilnehmerinnen sozusagen, da sind wir super ambitioniert. Also es gibt alles Mögliche. Die Kolleginnen und Kollegen von Hochschulsport sind nachher auch da draußen. Man kann die ansprechen, man kann schauen, welche Möglichkeiten gibt es da, kann man sich noch für Kurse anmelden. Ist vielleicht ein ganz guter Ausgleich zu, okay, Lernen, Bibliothek und so weiter. Vielleicht will ich an der Uni auch ein bisschen Freizeit verbringen. Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, dass es an der Uni nicht darum geht, dass das hier eine Dienstleistung ist, hat irgendwer gesagt. Ne? Also es geht nicht darum, dass ich jetzt hier reinkomme und berieselt werde, sondern ich muss vielleicht mich auch selber irgendwie ein bisschen einbringen. Ich muss mich selber organisieren vielleicht an der Uni, ich muss eigene Schwerpunkte setzen. Ich kann das vor allen Dingen auch. Ich habe da ganz viel Freiraum, wenn ich hier studiere. Wie kann ich mich jetzt eigentlich hier einbringen? Wie kann ich mein Studium aktiv mitgestalten? Da gibt es ein paar Sachen, von denen man vielleicht mal was gehört haben sollte. Also Mitgestaltung, das ist auch wieder was, was in unserem Leitbild für Lehre tatsächlich festgeschrieben ist. Ne? Also unsere Studierenden sollen die Möglichkeit haben, ein eigenes Profil zu bilden und aktiv die Hochschule eben auch selber mitzugestalten. Das kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Das kann sein, dass ich vielleicht eben Lehre mitgestalte. Das kann aber auch sein, dass ich mich vielleicht auf hochschulpolitischer Ebene engagiere. Ein paar Sachen davon wollen wir uns jetzt noch anschauen. Also, wenn wir über Lehre mitgestalten reden, gibt es eine Sache, die an der TU besonders ist, wo ich als Studi, als Studentin, als Student eben selber Lehre auch machen kann. Und ich bitte Nina Lokowski und ihr Team auf die Bühne, um uns vielleicht kurz so ein bisschen was zu erzählen. Was sind jetzt eigentlich Projektwerkstätten? Was soll das sein? Hallo, ja danke, mein Name ist Nina Lokowski, ich koordiniere diese Projektwerkstätten und ich habe mitgebracht Jane und Anna von der Projektwerkstatt Raumcast. Genau, aber ihr wisst noch gar nicht, was Projektwerkstätten sind, also erzähle ich euch das jetzt erstmal. Genau, Projektwerkstätten, das sind Projektwerkstätten und TU Projects. Das sind Projekte, die haben sich Studierende ausgedacht, die Idee kam von den Studierenden, das Konzept kam von den Studierenden und diese Projekte werden angeboten als Lehrveranstaltung und ihr könnt daran teilnehmen. Und das Besondere an den Projektwerkstätten ist, die haben immer einen Bezug zu sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Also es geht darum,
statt eher theoriebasiert zu lernen und eher in Vorlesungen zu sitzen und erstmal Wissen zu empfangen und eingetrichtert zu bekommen. Bei den Projektwerkstätten dürft ihr Sachen machen. Ihr sollt rausgehen, ihr bekommt mit, hey, ich kann das, was ich in meinem Studium lerne, für total tolle Sachen anwenden und tolle Sachen damit machen. Ich zeige euch mal Beispiele davon. Mich würde vielleicht interessieren, also Projektwerkstatt, ist das was, was standardmäßig im Studium vorkommt? Muss ich das, wie komme ich da ran? Ist das was, was ich extra irgendwie mache? Kriege ich dafür Leistungspunkte? Was bringt mir das, wenn ich bei einer Projektwerkstatt mitmache? Ja, sehr gute Fragen. Wenn man in einer Projektwerkstatt als Teilnehmende mitmacht, bekommt ihr dafür Leistungspunkte. Alle Projektwerkstätten oder TU Projects sind anrechenbar im freien Wahlbereich. Das sagt euch jetzt noch nichts wahrscheinlich, aber das sind diese gelben Zettel. Und da ist eure Teilnahme anrechenbar. Wie viele Punkte das gibt, das hängt von dem Projekt ab. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr eine gute Idee habt, könnt ihr selber einen Antrag schreiben für eine Projektwerkstatt. Und diese Projektwerkstätten werden über eine Laufzeit von 2 Jahren gefördert. Ihr bekommt zuzüglich sogar, könnt ihr noch Sachmittel beantragen. Und dann könnt ihr euer Projekt durchführen. Genau. Okay, das heißt also, Projektwerkstätten sind Veranstaltungen, die Studis selber machen. Also genau. Es gibt nicht einen Professor oder eine Professorin, die da vorne steht und sagt so, das machen wir jetzt, sondern ich kann mir irgendwie ein eigenes Thema überlegen. Vielleicht könnt ihr ein paar Beispiele nennen dafür, was da so passiert an den Themen. Ja, genau, sehr gerne. Dann könnt ihr euch das auch besser vorstellen, was da eigentlich passiert. Gibt es hier Pointer? Ja. Genau, also ein Beispiel. Grundsätzlich kann man sagen, in den Projektwerkstätten passieren Sachen, die so in der Regellehre nicht stattfinden. Nämlich zum Beispiel einfach mal Dinge in der Praxis anwenden und ausprobieren. Hier ein Beispiel dafür wäre Roofwater Farm. Die nutzen eine Wasseraufbereitungsanlage, die es schon in einer Siedlung gibt, und probieren da Möglichkeiten aus, wie man dort Gemüse kultivieren kann. Ein anderes Beispiel, wo man auch gut sieht, die Projektwerkstätten und TU Projects, die treten oft den Schritt nach draußen, aus der Uni raus und kooperieren mit außeruniversitären Partnern, mit Zivilgesellschaft. Zum Beispiel das Denkaktionslabor Stadt-Land. Die arbeiten eigentlich in der Stadt Luckenwalde, in der brandenburgerischen Kleinstadt, und erforschen Perspektiven, Leben in der Kleinstadt und sind da wirklich sehr im Dialog auch mit den Bürgern von Ort, mit Institutionen vor Ort. Also das mal als 2 Beispiele, auch um euch zu zeigen, die Projektwerkstätten und TU Projects decken wirklich die komplette Fachbreite ab, die es an der TU Berlin gibt, also von Geisteswissenschaften bis Maschinenbau, alles ist dabei. Und es geht darum, einfach auszuprobieren und vor allem auch in interdisziplinären Teams zusammenzuarbeiten. Das habt ihr sonst in Regellehrveranstaltungen nicht. Bei den Projektwerkstätten TU Projects geht es darum, ein konkretes gesellschaftliches, ökologisches Problem zu identifizieren, sich mit anderen zusammentun und zu sagen, wir wollen da jetzt mal was machen und wir erforschen das, versuchen das Problem besser zu verstehen und versuchen Lösungen zu entwickeln. Also sehr praxisnah und interdisziplinär. Genau, ich glaube, wir haben ein Beispiel. Ja, genau. Wir haben 2 Leute dabei, die selber Projektwerkstatt machen. So. Vielleicht könnt ihr erzählen, genau, was macht ihr da, was bringt euch das, eine Projektwerkstatt zu machen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen überhaupt? Genau, also wir sind der Raumcast. Wir entwickeln einen Podcast zum öffentlichen Raum. Jan und ich, wir haben uns in einem Umweltverein kennengelernt und haben gemerkt, wir beide interessieren uns sehr für den öffentlichen Raum als Thema. Wir kommen aus unterschiedlichen Studiengängen, Verkehrswesen, Soziologie, und haben auch gemerkt, wir beide hören total gerne Podcasts und haben uns überlegt, wieso nicht daraus ein Studierendenprojekt zu machen, und sind dann auf die TU Projects gekommen, haben einen Antrag geschrieben und entwickeln jetzt seit mittlerweile 2 Semestern mit Studierenden zusammen einen Podcast. Mhm.
Worum geht es in eurem Podcast? Also vielleicht könnt ihr das noch in zwei Sätzen ausführen. Mit welchem Thema befasst ihr euch? Und vielleicht kannst du auch sagen, inwiefern ist das jetzt anders zu regulären Lehrveranstaltungen? Also du hast schon gesagt, ne, irgendwie Soziologie, Verkehrswesen, so wahrscheinlich wird man normalerweise nicht so zusammensitzen, aber inwiefern, also was genau macht ihr und inwiefern unterscheidet sich das vielleicht von dem, was ich jetzt normalerweise in Lehrveranstaltungen so mache? Also das Schöne ist wirklich, der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum, hat halt wirklich nur diesen großen Oberhut öffentlicher Raum und dann ist es wirklich ein gemeinsames Projekt mit den jeweiligen Studierenden aus dem Semester, weshalb wir wirklich themenbreit sehr gefächert sind, weil wir wirklich von Urbanistik bis zum Biotechnologen alle möglichen Leute haben, die ganz verschiedene Themen mit reinbringen in unser Podcast und wir dementsprechend auch pro Semester dann diese Themen auswählen und uns gemeinsam sowohl methodisch, also die ganze Technik, wir haben hier eine Aufnahmekammer an der TU Berlin, in die wir reinkommen und aber auch inhaltlich gemeinsam voranarbeiten in diesem Podcast und gemeinsam das ganze Projekt entwickeln. Genau, und beispielsweise wir haben Themen wie Obdachlosigkeit, Begegnungsräume, Fahrradstadt, also super breit gefächert, Digitalisierung, all das, damit beschäftigen wir uns, machen ganz viel Recherchearbeit eigenständig, genau, und führen dann auch Interviews durch mit beispielsweise einer Sozialsenatorin, Professoren und eignen uns dadurch halt auch verschiedene Kompetenzen an, also methodische Kompetenzen, wie Bjarne gesagt hat, Interviewführung, Anschreiben, alles, was dazugehört. Wissenschaftliches Arbeiten gehört dazu und dann halt technische Kompetenzen, Schneiden, Aufnehmen mit einem Aufnahmegerät. Okay, das heißt, du würdest sagen, also das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen praktisch, also praktisch im Sinne von, ich mache da viel wirklich selber. Auf der anderen Seite, das, was du beschreibst, wir haben eh schon Podcast gemacht und das war jetzt irgendwie ganz gut, das ins Studium einbringen zu können, ist auch praktisch, weil dann kriege ich da Leistungspunkte. Also aus dem, was du beschreibst, nehme ich aber mit, dass man darüber hinaus trotzdem eben auch für Studium Dinge mitnimmt, oder? Also wenn du sagst, ich lerne da methodisch Sachen, ich lerne irgendwie mit anderen Leuten zusammen zu arbeiten, gibt es irgendwas, irgendeine Erkenntnis vielleicht, wo du sagen wirst, das habe ich in der Projektwerkstatt jetzt gewonnen, das wäre vielleicht so mir in meinem Studium gar nicht über den Weg gelaufen, irgendwas, was ihr mitnehmt? Also wirklich dieses Projektarbeiten und eine eigene Idee mal umsetzen oder genau, für die Leute, die dazukamen, war es ja erstmal nicht die eigene Idee, die sich aber sehr schnell die Idee anheimgemacht haben und dann ihre eigenen Themen, eigenen Ideen reingebracht haben. Also eine Studentin hat einfach über die Weihnachtsferien dann einen Sticker designt, den wir jetzt machen und genau, wir haben da viele Möglichkeiten und einfach diese Knorken-Ideen umzusetzen und gemeinsam im Team zu arbeiten, das ist, was ich mitnehme. Ja, und es ist auch super interessant, weil es kristallisieren sich immer weitere Ideen heraus. Also jetzt haben wir gesagt, okay, wir experimentieren mit dem Format Podcast und mittlerweile haben wir ein bisschen diese Idee, okay, auditive Lehrformate, kann man das im Studium umsetzen? Kann man das irgendwie in Wahl- oder Pflichtveranstaltungen reinbringen? Ist es eine Möglichkeit? Also es bringt auch irgendwo das Studium voranzubringen und generell Strukturen zu hinterfragen und neue Ideen einzubringen. Okay, vielen Dank. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, Nina Lokowski, können Sie einmal sagen, was muss ich jetzt machen, wenn ich an der Projektwerkstatt teilnehmen will? Wo finde ich mehr Infos? Wie gehe ich davor? Genau. Also, wenn ihr mitmachen wollt bei einer Projektwerkstatt, was ich euch nur empfehlen kann, generell überhaupt in der TU Berlin, nutzt diesen freien Wahlbereich, guckt über den Tellerrand und die Projektwerkstätten TU Project sind eine super Möglichkeit. Ihr findet auf unserer Homepage eine Liste mit den aktuell 34 laufenden Projekten. Wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt ihr am besten einfach den TutorInnen, die da auch stehen, da ist ein Kontakt angegeben, oft steht dann auch schon, wann die erste Sitzung stattfindet, dann kann man auch einfach hingehen. Aber am besten schreibt ihr erst eine E-Mail. Genau. Und wenn ihr selber eine gute Idee habt, vielleicht jetzt noch nicht im ersten Semester, aber vielleicht kommt ihr im zweiten oder im dritten Semester eine tolle Idee, wo ihr denkt, hey, da könnte ich mal ein Projekt zu beantragen, dann sucht ihr am besten euch noch einen Partner, eine Partnerin und ihr sucht euch ein betreuendes Fachgebiet, an das ihr euer Projekt andocken könnt. Und dann kommt ihr zu mir oder zu meiner Kollegin Anna Haas,
bei Kubus. Kontaktdaten seht ihr dort auch. Und es gibt zweimal im Jahr einen Bewerbungsschluss. Spätestens 3 Wochen vorher meldet ihr euch bei uns. Und dann stellt ihr einen Antrag und dann wird hoffentlich euer Projekt gefördert. Formal gesehen, Tutorin kann man erst nach Abschluss des 3. Semesters werden, aber eben, wenn man noch den Antragsprozess mitbedenkt, dann könnt ihr das ja jetzt schon mal im Kopf behalten. Okay, herzlichen Dank. Also, das heißt, Projektwerkstätten, eine gute Möglichkeit, um praktisch mal was zu machen, kann man vielleicht im Hinterkopf behalten. Okay. Das ist jetzt eine Möglichkeit, wie ich Lehre mitgestalten kann. Es gibt aber natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie ich das Studium selbst gestalten kann, wie ich mich engagieren kann an der Uni, für die Uni, wie ich vielleicht rechts und links auch noch Dinge tun kann, die eben nicht standardmäßig in meinem Studium drin sind, die vielleicht auch nicht immer unbedingt Leistungspunkte bringen, sondern eher dafür da sind sozusagen, dass ich mich einbringen kann, dass ich mich weiterentwickeln kann. Es gibt wahnsinnig viele studentische Vereinigungen, studentische Initiativen an der TU, die wirklich alles Mögliche machen, die sich in ihren Studiengängen engagieren, die Vereinigungen sind, wo bestimmte Interessengruppen sich vielleicht zusammenfinden. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht. Eine Art von studentischer Initiative oder Vereinigung, mit der Sie jetzt unmittelbar auch in den Erstsemester-Einführungen in Kontakt kommen werden, das sind die Fachschaftsinitiativen. Fachschaftsinitiativen machen eben genau das, dass sie zum Beispiel neue Studierende so ein bisschen anleiten, sagen, wie funktioniert das hier in der Uni, die sind eine Anlaufstelle, die sind auch eine Interessenvertretung für den Studiengang. Da werden oft Cafés zum Beispiel betrieben, studentische Cafés werden oft von den Innis betrieben. Da kann man, keine Ahnung, Klausuren sich anschauen, aber auch sich eben politisch ein bisschen einbringen an der Hochschule. Das ist jetzt das Fachschaftsteam zum Beispiel von der Fakultät 7. Also ne, es kommen so aufgeregte Erstis, dann kann man Mentor werden, um vielleicht so ein bisschen davon zu berichten, wie war das bei mir damals, welche Fehler solltest du vielleicht vermeiden. Es gibt, wie gesagt, die Cafés, das Vivi-Café zum Beispiel, aber noch ganz viele andere Cafés über den Campus verteilt, die von studentischen Initiativen betreut werden, wo ich also Leute treffen kann, wo ich vielleicht lernen kann, Zeit verbringen kann. Es gibt aber auch sowas wie Ingenieure ohne Grenzen, wo man sich vielleicht eher so politisch ein bisschen einbringt, wo man sagt, okay, ich als Ingenieur, wie kann ich dazu beitragen, keine Ahnung, die Welt zu verbessern, mich mit Entwicklungshilfe vielleicht auseinanderzusetzen. Die machen Projekte für Geflüchtete zum Beispiel in Berlin, wo es darum geht, denen so ein bisschen Natur- und Ingenieurwissenschaften auch näher zu bringen, sich da einzubringen. Es gibt aber auch Leute, die funken. Es gibt auch Hobbyfunker an der TU, also das kann, das muss jetzt nicht immer sein, dass ich mich politisch einbringe, vielleicht habe ich ein Hobby, vielleicht will ich mich eben mit Funken zum Beispiel beschäftigen. Es gibt ein Uni-Kino auch an der TU Berlin, die sind heute auch hier auf dem Infomarkt, wo regelmäßig Filmvorführungen organisiert werden. Es gibt sowas wie Unirad, das ist eine Selbsthilfewerkstatt, wo man sein Fahrrad so ein bisschen unter Anleitung reparieren kann. Die sind auch heute da. Also das Spektrum ist wahnsinnig breit. So, es gibt eigentlich für jedes Interesse was, wo man sich einbringen kann. Und eine Initiative stellt sich heute hier auch noch mal vor, die vielleicht im Moment besonders aktuell ist. Das ist die Fridays for Future Initiative an der TU Berlin, die euch einen kurzen Einblick geben wollen darin, wie läuft das so, wenn man hier bei einer Initiative mitmacht. Danke. Hallo, das ist Henry, ich bin Anna und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen nervös hier. Kleines Déjà-vu, ich saß damals ja auch in dieser Einführungsveranstaltung drin, irgendwo da hinten, bloß nicht so weit vorne und war auch sehr aufgeregt. Und an viel von meinem Erstsemestertag kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ich weiß aber noch, dass mir eine Person gesagt hat, es heißt nicht Semesterferien, es heißt vorlesungsfreie Zeit und auch da muss man lernen und Prüfungen und Projekte und so. Und ich finde, das sagt einiges darüber aus, was für mich Studieren damals bedeutet hat oder was ich mir darunter vorgestellt habe, dass ich mich genau an diesen Satz noch erinnere.
Und es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass das eigentlich nur die halbe Wahrheit ist und dass Studieren noch viel mehr bedeuten kann, nämlich die Uni selbst aktiv mitzugestalten. Und naja, jetzt stehe ich hier und bin von der Initiative Fridays for Future an der TU Berlin. Oh, sorry. Ich glaube, du musst in die andere Richtung klicken. Ja. Tada. Ja. Ja, genau, aber fangen wir nochmal ganz von vorne an. Wer von euch kennt denn Fridays for Future? Bitte einmal kurz die Hand heben. Okay, das sind wirklich fast alle. Das habe ich mir gedacht. Wer von euch war denn vielleicht schon mal auf einer Fridays for Future Demonstration? Auch Hand heben? Na, nicht mehr ganz so viele. Und wer hat denn mal vielleicht in der Fridays for Future Gruppe mitgemacht? Okay, das sind echt wenige. Aber das ist jetzt eure Chance, wenn ihr aktiv werden wollt. Weil wir haben, wie gesagt, diese Initiative hier letztes Jahr eingerichtet und wir beschäftigen uns damit, auf die Klimakrise, in der wir nun mal stecken, hinzuweisen und Klimaschutz und Umweltschutz an der TU Berlin auch zu entfalten und irgendwie Möglichkeiten zu schaffen, das irgendwie auf die Beine zu bringen. Und wir haben euch dazu jetzt erstmal zwei Aktionen, die wir schon gemacht haben, mitgebracht. Und ja. Ja, dann fange ich mal an. Wir haben dieses Semester zusammen mit den Scientists for Future eine Ringvorlesung organisiert zum Thema Klimaschutz. Das heißt, falls ihr noch ein paar Leistungspunkte frei habt oder Bock habt, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann kommt auf jeden Fall zu unserer Ringvorlesung. Eine Ringvorlesung, das ist eine Vorlesung, wo es nicht nur einen oder eine Dozierende gibt, sondern jede Woche kommt eine andere Person und hält einen Vortrag darüber, was an der Uni schon zum Thema Klimaschutz passiert und geforscht wird. Und genau, da könnt ihr also hinkommen. Das ist immer montags von 16 bis 18 Uhr hier im Hauptgebäude und das beginnt ab übernächster Woche. Deswegen lade ich euch da alle herzlich ein, mitzumachen. Und wenn ihr Bock habt, dann auch bei uns irgendwie solche Sachen zu organisieren, dann kommt auf jeden Fall zu unseren Plenar auch. Und noch ein zweites Projekt, was Henry euch jetzt noch vorstellt. Genau, also wir hatten auch letzten Monat schon den Klimakongress unter dem Motto Create Your Future. Dazu hatten wir 200 Schüler hier an der TU Berlin, die in 12 Workshops Sachen ausgearbeitet haben. Und die wurden dann sogar auch im Lichthof vorgestellt und haben sozusagen auch da schon so verschiedene Aktionen gemacht. Und wenn ihr bei uns mitmachen möchtet oder mal nur so reinschnuppern wollt, wir treffen uns immer mittwochs zum Plenum unserer Initiative. Und zwar, der Raum steht jetzt fest, das ist das Mathegebäude MA 141, immer um 17.45 Uhr. Und da kriegt ihr dann auch eine Einführung, wie das alles so abläuft bei uns. Ihr könnt einfach mal vorbeischauen, ihr müsst auch nicht immer jede Woche da sein. Das heißt, es ist relativ cool und wir sind eine Gruppe von ungefähr 30 Personen, also wir sind auch nicht nur zu zweit. Und dann natürlich nicht die Demos am Freitag vergessen. Und ja, wenn ihr später noch Fragen habt, wir haben draußen einen Aufsteller und unser Stand ist auch auf dem Nachhaltigkeitsmarkt. Das ist praktisch einfach hier durch das Hauptgebäude durch. Danke sehr. Ja, herzlichen Dank. Wir haben jetzt im Prinzip schon so ein bisschen die Brücke geschlagen, ne, zwischen Lehre und sich politisch hier auch engagieren. Also Fridays for Future macht auf der einen Seite eine Ringvorlesung, das heißt, es gibt eben auch die Möglichkeit, hier eigene Lehrveranstaltungen vielleicht zu organisieren. Auf der anderen Seite kann man sich aber eben auch an der Hochschule selbst politisch mit einbringen. Das heißt, ich kann konkret das Studium mitgestalten, Studienbedingungen mitgestalten. Es gibt wahnsinnig viele Gremien an der TU. Die TU ist so ein bisschen aufgebaut wie ein kleiner Staat, wo es so ganz viele verschiedene Gremien
Gremien, Instrumente gibt, Entscheidungsträger. Das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, weil ich das auch selber ehrlich gesagt nur so zur Hälfte verstehe. Wichtig ist, hier sind mal alle Gremien zusammengefasst, die es so gibt. Alles das, was so grün ist, da bedeutet das, dass da Studierende auch mit involviert sind und Studierende eben auch eine Stimme haben sozusagen. Also ne, es gibt den Akademischen Senat, das ist die Stelle, wo wirklich eben Dinge entschieden werden. Es gibt aber auch sowas wie Kommission für Lehre und Studium, wo auch studentische Interessenvertreter mitsitzen, wo es dann eben darum geht, zum Beispiel Stellung zu beziehen zu Studien- und Prüfungsordnungen, zur Organisation von Studiengängen, zu Studienbedingungen ganz allgemein. Ich glaube, es gibt eine Stelle, die man natürlich beim Thema Mitbestimmung und sich einbringen auf gar keinen Fall vergessen darf an der Uni. Das ist der AStA, der Allgemeine Studierendenausschuss der TU Berlin. Das ist das, wo hier unten alles grün ist. Der AStA hat die undankbare Aufgabe, jetzt zum Schluss nochmal das Wort zu ergreifen. Genau. Also, AStA, was ist das? Was macht man da? Wir brauchen dazu mal unseren. Jawohl. Dankeschön. So, erstmal hallo, mein Name ist Rieke. Genau, ich bin Gabriel, ich bin Öffentlichkeitsreferent gerade im AStA und mache auch die Hochschulberatung, zu der werden wir euch noch ein bisschen mehr erzählen. Ich glaube, das interessiert euch vielleicht mehr dann wie das Ganze klein-klein, aber... Genau, ich bin auch in der Hochschulberatung, jetzt seit fast 2,5 Jahren und im hochschulpolitischen Referat im AStA. Und genau, wir erzählen euch heute ein bisschen was zum AStA allgemein und zur Hochschulberatung, die ja für euch als erstes im Laufe eures Studiums mehr oder minder wichtig sein könnte. Genau, machst du mal weiter? Ja, genau, das sieht ein bisschen kaputt aus, aber vielleicht passiert das jetzt alles. Genau, also was ist der AStA? Ihr habt gerade bei den ganzen Gremien ja gesehen, wir haben 34.000 Studierende hier an der Universität. Gleichzeitig haben wir ungefähr so 4.000, 6.000, 5.000 Mitarbeiterinnen, Professorinnen, Dozierende. Das heißt, die Studierenden sind eigentlich ein riesiger Anteil der Universität. Und bei den meisten Gremien hatten die nur so einen kleinen, schmalen Mitbestimmungsstreifen. Da kann man mal sagen, das finden wir nicht so gut. Aber es gibt noch die verfasste Studierendenschaft. Und die verfasste Studierendenschaft sind wir alle 34.000 Studierende gemeinsam. Und, uppala, das sollte noch nicht passieren. Einfach nur das. Was macht der AStA? Der AStA ist quasi sowas wie die Geschäftsführung dieser 34.000 Studierende in unseren eigenen Belangen, in unserer eigenen Politik. Wir sind euer Sprachorgan, was, wenn es darum geht, unsere Forderungen als Studierende aus der Universität auch ans Land zu tragen, auch innerhalb der Universität vielleicht mal mit dem Präsidium ein mehr oder weniger nettes Wörtchen zu reden und eben irgendwie gemeinsam einen Weg zu finden, Politik zwischen uns, mit uns gemeinsam zu gestalten, auch hier in der Universität. Wir werden vom Studierendenparlament gewählt, hier abgekürzt mit STUPA. Ihr werdet wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres so einen riesigen Berg Abkürzungen sehen. Lasst euch davon nicht verwirren, fragt im Zweifel immer nach, was damit gemeint ist, von Studierenden für Studierende. Und wir versuchen innerhalb dieser Geschäftsführung, die sowohl einen politischen als auch einen Service-Arm für euch hat, relativ hierarchiefrei miteinander zu kommunizieren und gemeinsam Lösungen zu finden für Probleme. So, na, wie sind wir aufgebaut? Wir haben zu vielen Themen Referate, sind politische Referate, die arbeiten. Zum Beispiel hat Rieke ja schon gesagt, dass sie für den Bereich Hochschulpolitik zuständig ist. Das heißt, man beschäftigt sich eben mit der Gesetzgebung innerhalb der Universität und auch außerhalb der Universität. Man versucht dazu Positionen zu finden. Wie finden wir Gesetzänderungen? Aktuell wurde zum Beispiel in Berlin das Zulassungsgesetz, nachdem ihr alle hier ja angenommen wurdet, geändert. Und dann kann man dazu auch Positionen erarbeiten, Meinungen postulieren und versuchen, die Politik innerhalb und außerhalb der Universität in unserem Sinne zu beeinflussen und eben, politisch Druck machen. Wir haben noch andere Themen, wie gesagt, ich bin für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, haben noch autonome Referate. Die autonomen Referate sind für bestimmte Gruppen innerhalb der Studierendenschaft eigentlich zuständig. Also wir haben hier ein Referat für internationale Studierende, ein Queer-Referat und ein Referat für Frauensternchen. Und die eben in eigenen Vollversammlungen ihre eigenen Beschlüsse auch nochmal erarbeiten und fassen und damit
eben Politik für ihre entsprechenden Teilgruppen machen. Und Rike erzählt euch jetzt ein bisschen zum Service. Genau, der zweite Bereich des ASTAs gegenüber den freiwilligen, sozusagen ehrenamtlichen Referaten, zu denen jeder von euch auch eingeladen ist, sich zu engagieren im Laufe seines Studiums natürlich, gibt es auf der anderen Seite im ASTA natürlich auch Service-Kollektive. Service bedeutet dabei aber nicht, dass wir eine reine Dienstleistung anbieten für euch, sondern es bedeutet, dass wir mit euch zusammen für euch, für die Studierendenschaft tätig sind im Verlauf eures Studiums und hier innerhalb der Universität. Diese Service-Kollektive sind tatsächlich über Einstellungskommissionen geregelt. Das heißt, dafür muss man sich bewerben, da gibt es ein Auswahlverfahren und dann endet man da eben auch in der Lohnarbeit. Also das ist kein Ehrenamt, sondern wir machen da bezahlte Arbeit. Das wird von Studis für Studis sozusagen finanziert und auch durchgeführt. Zu diesen Service-Kollektiven gehören all die Sachen, die dafür zuständig sind, dass der ASTA läuft beispielsweise. Dazu gehört das Finanzreferat, das Büro, für euch die ersten Anlaufstellen, wo ihr euch an Leute wenden könnt, die euch auch vermitteln können an die richtigen Stellen. Und natürlich der größte Bereich ist das Beratungssystem des ASTAs. Dieses System bildet sozusagen einen der größten und wichtigsten Aspekte, die wir als Service für die Studierendenschaft anbieten können innerhalb des ASTAs. Wir beraten in diesem System völlig unabhängig von der Universität. Wir arbeiten nicht für die Uni, auch nicht für irgendwelches Personal hier oder für das Präsidium, sondern wir arbeiten dort, ne, in Anführungsstrichen, für euch als Studierende. Wir sind immer auf eurer Seite in diesem System und versuchen dadurch natürlich auch immer die beste Lösung, nicht für die Universität im Gesamten, sondern für euch als Einzelpersonen, wenn ihr mit Problemen an uns rantretet, dafür Lösungen zu finden. Es gibt in diesen Beratungskollektiven drei getrennte Beratungen, die aber natürlich auch untereinander sich austauschen und kommunizieren. Das ist zum einen die BAföG- und Sozialberatung. An die könnt ihr euch wenden, wenn ihr Probleme mit eurem BAföG habt, das irgendwann mal verlängern lassen wollt. Wenn es Probleme mit dem Antrag gibt, ihr irgendwelche Sorgen habt in diese Richtung, aber auch mit anderen finanziellen Problemen oder allgemein sozial bezogenen Themen. Und die Beratung für internationale Studierende, die wendet sich an all diese Probleme, die mit Visa zu tun haben, die mit ausländischen Studierenden zu tun haben, die all diese Themenschwerpunkte Ausland beinhaltet. Und dann natürlich gibt es uns, die Hochschul- und Studienberatung. Wir kümmern uns um das Themenschwerpunkt der Universität und unibezogenen Problematiken. Dazu gehören alle Themen rund um Prüfungsrecht, Hochschulrecht und auch spezielles Verwaltungsrecht. Dafür machen wir regelmäßig auch Fortbildungen, das haben wir als letzten Punkt aufgefasst. Wir werden dort von einem Anwalt unterstützt regelmäßig. Wir machen zweimal im Jahr Fortbildungen, um unser Wissensstand da hochzuhalten. Aber man muss dazu sagen, wir sind selbst keine Juristen oder Juristinnen. Wir sind genau wie ihr ganz normale Studis, die hier an der Universität studieren. Wir können also keine juristische Garantie auf unsere Sachen geben. Wir können euch nicht versprechen, dass irgendwas funktioniert. Wir haben aber jahrelange Erfahrung und das Erfahrungsmachwerk unseres Anwaltes, um euch damit zur Seite zu stehen. Das ist ganz wichtig, dass ihr da nicht denkt, dass wir selber Anwältinnen sind, sondern wir sind Studis wie ihr auch. Wir versuchen aber immer unser Bestes, um 100% die beste Lösung für euch alle zu finden, mit jedem individuellen Problem, mit dem ihr an uns herantretet. Dabei ist wichtig zu sagen, dass wenn es sein muss, wir absolut gar kein Problem haben, uns auch gegen die Universität zu stellen. Wir sorgen uns dann nicht um unseren eigenen Ruf oder unser eigenes Studium, sondern wir sind auch die, die absolut gar kein Problem damit haben, die Uni auch mal zu verklagen, wenn das sein muss. Das passiert nicht so selten, wie man sich das vorstellen könnt. Also wenn ihr mit einem Problem individuell, egal welches es sein soll, an uns herantretet, könnt ihr euch immer 100% sicher sein, dass uns nicht an unserer bestmöglichen Lösung für unseren Ruf oder für die Universität liegt, sondern wir gehen da mit harten Bandagen, treten wir für euch ein. Das ist ganz wichtig. Ja, dann mal so eine kleine Übersicht, was für Themen wir denn eigentlich alles beraten, denn da gehört relativ viel dazu. Wir haben euch mal ein paar aufgelistet. Die wichtigsten und, glaube ich, größten sind das Wiederholen von Prüfungen oder ich bin durch meine Prüfung durchgefallen, was für Möglichkeiten habe ich. Dabei ist es völlig irrelevant, ob es der erste, der zweite, der letzte Versuch ist. Ihr könnt da jedes Mal zu uns kommen und euch beraten lassen, welche Möglichkeiten ihr habt, um damit umzugehen und auch weiter in eurem Studiengang weiter voranzuschreiten. Dann natürlich haben wir Nachteilsausgleiche, Härtefallanträge, Fristverlängerungen, das ist auch ein sehr häufiges Thema.
Genau, und Gabriel kann euch da noch mal ein bisschen weiterführen. Genau, wie man auch da schön sieht, Studienplatz Einklage ist eines der Themen, wo wir viel beraten. Jetzt sitzt ihr alle hier und habt vielleicht einen Studiengang. Manche von euch sind vielleicht auch einfach in einem Studiengang, weil sie dachten, jetzt muss irgendwas sein oder ich wurde nicht für das genommen, was ich eigentlich haben wollte. In der Zukunft kann man sich auch bei uns beraten lassen, wie man sich vielleicht in seinen Wunschstudiengang einklagt, wenn man ihn nicht bekommt. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist das Gegenvorstellungsverfahren. Das klingt total trocken und total dröge, aber jede Note, die ihr bekommt, ist ein Verwaltungsakt vom Staat sozusagen und ihr könnt euch dagegen wehren. Ihr könnt sagen, ich bin nicht mit dieser Note einverstanden, warum bekomme ich jetzt gerade nur eine 3.0 und nicht eine 2.0, warum bin ich gerade durchgefallen und habe nicht bestanden. Und dann können wir euch in der Beratung helfen, wir können euch mit euch gemeinsam Sachen angucken, das ist einer der Punkte, die schon war, glaube ich, nee, doch noch nicht. Wir können mit euch sozusagen Einsicht in Prüfungen nehmen und schauen, wo ist vielleicht etwas für euch rauszuholen und im Zweifel, und das passiert, wie Rieke schon gesagt hat, echt oft. Also, wenn es hart auf hart kommt, hat die Uni in 90% der Fällen irgendwo einen Verfahrensfehler gemacht und ihr kriegt einen weiteren Prüfungsversuch. Also es ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber so viele Fehler, wie die Universität macht, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und deswegen können wir euch da einfach helfen, weitere Versuche zu bekommen, bessere Noten zu bekommen und euch sozusagen gegen Ungerechtigkeit, die euch hier widerfährt, zu wehren. Was wir damit sagen wollen ist, ihr solltet nicht unterschätzen, wie viele Möglichkeiten ihr habt in eurem Studiengang oder in eurem weiteren Verlauf eures Lebens hier an der TU, gegen Dinge vorzugehen, die ihr für selbstverständlich oder in Stein gemeißelt haltet. Es ist nichts in Stein gemeißelt, wenn man dagegen vorgeht. Das wollen wir damit eigentlich sagen. Genau. Probleme mit Dozierenden, das ist dann vielleicht etwas, was man nicht immer unbedingt oder auch mit der Verwaltung, das kann man vielleicht nicht unbedingt rechtlich klären, aber da können wir versuchen, politisch zu agieren als Aster. Also an anderen Astern wird immer so ein bisschen gesagt, wenn ihr ein Problem mit der Uni habt und sie anzünden wollt, dann reichen wir euch das Feuerzeug dafür. Bei uns sagen wir eher, wenn ihr ein Problem mit der Uni habt, weil die mal wieder eine Schraube locker hat, dann geben wir euch vielleicht den Schraubenzieher, um die wieder reinzudrehen. Also da sind echt viele zwischenmenschliche Probleme, die auch angegangen werden können und angegangen werden müssen, wo man sich auch wehren muss. Genau, Wechsel der Prüfungsform, falls ihr Nachteilsausgleiche braucht, Atteste nachreichen, vorbereiten, was brauche ich eigentlich dafür, Modulwechsel, wenn ihr schauen müsst, welche Anträge muss ich hier eigentlich ausfüllen, damit das irgendwie weitergeht bei mir. Genau, das war wieder dein Teil, nee. Genau, was haben wir denn hier? Mhm. Zwischenmenschliche Probleme hatte ich schon gesagt. Wir können euch auch begleiten, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt bei irgendeiner Stelle der Universität nicht mehr weiter, die behandelt euch scheiße, ihr habt aber jetzt auch keine wirkliche Handhabe dagegen, dann können wir gerne auch zu Gesprächen mitkommen, die Gespräche mit euch gemeinsam führen, gemeinsam versuchen sozusagen vielleicht auch der Universität mit einer etwas anderen Autoritätsebene zu sagen, so geht das aber nicht. Haben Vordrucke für alle möglichen Anträge bei uns. Viele findet ihr natürlich auch beim Campus Center. Wenn ihr da Hilfe beim Ausfüllen braucht, dann können wir aber euch auch nochmal helfen. Und genau, wir versuchen eben auch durch regelmäßige Gespräche mit den verschiedenen Abteilungen der Universität, aber eben auch dadurch, dass wir den Aster-Sitz in den Gremien wahrnehmen, die entsprechenden Beschlüsse dahingehend zu ändern, dass sie für uns alle angenehmer sind und nicht so restriktiv. Genau, wir verstehen uns im Endeffekt als eine politische Beratung, also es geht bei uns schon darum, dass wir uns irgendwie gemeinsam gegen Ungerechtigkeit der Universität auch zur Wehr setzen. Dazu haben wir manchmal eben auch den Weg der Klage. Wir führen regelmäßig Musterklagen gegen bestimmte Verhaltensweisen der Universität, die wir manchmal gewinnen, manchmal verlieren wir die auch, so ist das eben mit Klagen, aber wo man eben versucht, für die Zukunft Ungerechtigkeit, die auf Studierende draufgesetzt wird, zu ändern. Ein großes Beispiel sind Multiple-Choice-Fragen, wo es gerne mal Maluspunkte für gibt, das wurde inzwischen aber untersagt. Das heißt, wenn bei euch ein Multiple-Choice-Test mit Maluspunkten versehen wird, kommt ihr am besten direkt zu uns. Genau. Jawohl. Genau, grundsätzlich
Ich hoffe, ihr nehmt mit aus der ganzen Sache, dass es uns darum geht, dass wir sicherstellen, dass es Studierbarkeit an dieser Uni gibt, dass ihr die Möglichkeit habt, in eurem Tempo, in euren Möglichkeiten, in eurem Wissen, in eurem besten Wissen und Gewissen die Möglichkeit zu haben, hier ordnungsgemäß zu studieren. Das heißt, ihr könnt auch zu uns kommen, wenn ihr Probleme habt mit der Durchführung von Prüfungen, wenn ihr Probleme damit habt, dass ihr überfordert seid, dass ihr mit der Belastungssituation nicht klarkommt, dass es in die Richtung geht, dass ihr einfach nicht mehr in der Lage seid, ein ordnungsgemäßes Studium durchzuführen und ihr aber das Gefühl habt, dass das nicht an euch liegt. Dann sind wir für euch da und nehmen die Probleme an uns und versuchen, die auf vielen verschiedenen Ebenen zu lösen. Und zum Letzten haben wir euch dann noch kurz gezeigt, wo ihr uns denn eigentlich findet und wann. Wir haben zweimal pro Woche eine Sprechstunde, wo wir immer in Zweierteams für euch da sind. Das ist einmal aktuell der Mittwoch, 16 bis 20 Uhr und einmal der Donnerstag, 13 bis 17 Uhr. Und mittwochs in dieser Sprechstunde sind wir alle zwei Wochen von unserem Anwalt begleitet und dafür müsste man aber, wenn es ein Problem gibt, das wirklich den Anwalt bedarf, sollte man einen Termin machen und uns vorher dann natürlich mit uns absprechen, dass wir den ein bisschen vorbereiten können. Und ihr könnt euch rund um die Woche könnt ihr euch per Mail an uns wenden. Die Mailadresse haben wir euch an die Wand geworfen. Das ist hochschulberatung@aster.tu-berlin.de. Wir sind da nonstop erreichbar. Wir antworten ungefähr zweimal pro Woche. Es sei denn, es ist super dringend und es ist eine Frist, dann kriegt ihr von uns auch schneller eine Antwort, logischerweise. Außerdem könnt ihr weitere Infos zum Aster natürlich unter der Homepage des Asters bekommen. Das ist aster.tu-berlin.de. Dann haben wir euch nochmal unsere Karte. Wir sind im TK-Gebäude. Das ist das Gebäude, wenn ihr aus dem Hauptgebäude in diese Richtung rausgeht, Richtung Mensa, auf der linken Seite das gelbe Gebäude. Das sind wir. Da könnt ihr jederzeit zu den Öffnungszeiten reinkommen. Ihr seid immer willkommen. Es gibt dort auch eine Bibliothek, es gibt Kaffee. Ihr könnt euch da ein bisschen umgucken, könnt fragen, wenn ihr irgendwas sucht. Das Büro ist immer für euch da. Und genau, wichtig ist noch, wir haben aktuell kritische Orientierungswoche, die ist für zwei Wochen, die hat heute gestartet. Da gibt es die ganze Woche über Workshops zu verschiedenen Themen, da gibt es Vorträge zu Problematiken, die man im Laufe seines Studienalltags haben könnte. Und nächste Woche gibt es auch Abendveranstaltungen dazu. Und wir haben einen Asterstand, der ist auch im Hof vor der Mensa. Da könnt ihr euch coole Asterbeutel und Kalender abholen und euch ein bisschen Infos zum Aster holen. Und genau, ja. Wir sind gleich auf jeden Fall, falls ihr noch Fragen habt, generell zum Aster oder zur Hochschulberatung, zu euren Rechten an der Universität, findet ihr uns hier gleich im Foyer noch und wir stehen da auf jeden Fall noch für eure Fragen zur Verfügung. Viel Spaß ansonsten hier an der Universität. Ja, danke. Herzlichen Dank. Wir haben total dreist, hoffnungslos überzogen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Das war's von uns jetzt erstmal. Hier geht's in ein bisschen mehr als einer Viertelstunde weiter mit dem Teil zur Karriere. Vielen Dank, viel Spaß. So. Katharina Kube hat euch gerade erzählt, wie man richtig studiert und jetzt bin ich hier wieder in den Büros hinten bei der Allgemeinen Studienberatung und sitz wieder neben Alette. Und draußen ist eine Menge los, also ich weiß nicht, ihr habt das bestimmt schon alle probiert oder die zuschauen, riecht ihr den Burrito-Duft und die Pizza, die es hier gibt, also ist alles lecker, du hast noch nicht gegessen. Ich bin fürchterlich hungrig, aber ich freue mich auf irgendwas mit Erdnusssoße später. Das gibt's. Auf jeden Fall kann ich dir schon sagen, es ist gut, dann haben wir draußen irgendwie witzige Fotobooth-Sachen gemacht. Also es ist viel, neben den Infos, die ihr alle hier bekommt, kann man wirklich viel hier machen und alle sind gut drauf. So, jetzt aber wieder zum Business und zu den Fragen. Alette, uns haben noch ein paar Sachen erreicht, sowohl über Instagram als auch über den Live-Chat. Vielleicht starten wir mal hier. Was geht ab in Berlin? In Berlin geht viel. Genau, die Frage war schön. Gibt es TU-Tinder? Also, ja. Kurze Antwort, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es was Vergleichbares. Ich würde, glaube ich, auf einem Campus mit 35.000 Leuten immer davon ausgehen, dass irgendjemand so eine Idee schon hatte und da vielleicht was läuft. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber
keine Ahnung, man möge es selbst starten, wenn es das nicht gibt. Im nächsten Blog wird ja von Barış Ünal nochmal was zur Startup-Kultur erzählt. Das heißt, die Person, die gefragt hat, gibt es TU Tinder? Wenn es das noch nicht gibt, kann er danach lernen, wie er ein Startup gründet. Und dann macht er seinen TU Tinder und connectet hier alle Singles, die hier rumlaufen. Ne? Was noch nicht da ist, kann selbst gemacht werden. Das ist Teil des Studienverlaufs, sollte es sein, hat Katharina ja gerade auf der Bühne erzählt. Es geht nicht nur um Stundenplan abarbeiten. Genau. Sehr gut. Was hat dich denn noch erreicht, was noch vielleicht spannend für alle wäre zu wissen? Genau, wir haben eine Frage bekommen, wo es darum geht, ob man in den Vorlesungen tatsächlich aktiv mitarbeiten sollte oder ob man auch nur zuhören darf. Ich glaube, die Antwort ist, wie auch viele andere Fragen an der Uni, man entscheidet das so ein bisschen selber. Ne? Also es gibt einmal aber auch große Vorlesungen, wo dann, wenn dann 843 Leute da drin sitzen, dann stellt natürlich nicht jeder Fragen. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch von den Dozierenden irgendwie sehr gerne gesehen, wenn die Leute irgendwie aktiv da mitmachen. Umso spannender wird das irgendwie für alle. Also für die Dozierenden, aber natürlich auch für die Leute selber. Also gerne aktiv mitarbeiten, was nicht heißt, dass ich jetzt da in der ersten Reihe immer mit den Fingern sitzen muss, aber ja, mitmachen in jedem Fall, aber wenn man sich auch mal zurückhalten will, kann man sich natürlich auch mal zurückhalten. Ich weiß noch, dass ich irgendwie, wenn man klar in so einem riesen Vorlesungssaal sitzt und man irgendwie noch niemanden kennt und so, dann ist es vielleicht, wenn Fragen gestellt werden, irgendwie noch komisch. Also man wird jetzt nicht so rangenommen wie in der Schule oder sowas, dass man was sagen muss. Ich fand es halt persönlich immer spannend auch, weil du bringst natürlich den Unterricht weiter nach vorne oder die Vorlesung und du kannst natürlich dann auch so ein bisschen, vor allem in so ein bisschen freigeistigen Fächern, auch so ein bisschen die Richtung mit in der Vorlesung mitbestimmen. Und ich finde, in kleinen Kursen, davon lebt natürlich auch die Vorlesung, wenn man irgendwie mitmacht. Und irgendwo finde ich, also die Frage, ich verstehe es auch wahrscheinlich, wenn man gerade aus der Schule kommt und man hat ein bisschen Angst, oh Gott, muss ich hier mitmachen? Aber deswegen entscheidet man sich doch auch zu studieren. Also keiner muss studieren, sondern man will studieren. Das heißt, es ist ja was Schönes, wenn irgendwie alle mitmachen. Und ja, und ich kann vor allem, glaube ich, also ich würde aus eigener Erfahrung auch sagen, dass ist halt sonst ab Sitzung 3 irgendwie auch langweilig in so einem Seminar, weil dann, ja, ne, also das, man kann sich das selber schön machen und dafür muss man irgendwie was machen. Das heißt vorbereiten, Sachen nachbereiten und irgendwie, also wenn aktive Beteiligung irgendwie erwünscht ist, dann in jedem Fall das tun. Ne? Und auch natürlich über die Vorlesung hinaus, da haben wir jetzt auch gerade noch mal kurz im Chat drüber gesprochen, was sind so Dinge, die man unbedingt tun sollte? Und dazu gehört tatsächlich genau dieser Aktivpart, über den Katharina auch gesprochen hat, dass das eben einfach sehr viel mehr so ein Campus bietet als diesen Stundenplan, um das abzuarbeiten. Es gibt TU-Projektwerkstätten, man kann irgendwie bei FastTube an Autos selber rumschrauben. Also es gibt so viele Dinge, die über das Studienfach hinaus relevant sind und wo man jetzt die Zeit dafür hat. Das macht man wahrscheinlich mit 50 nicht mehr. Hier ist die Möglichkeit, hier sind die Leute, die da auch Bock drauf haben. Das heißt, man kann sehr, sehr schnell Gleichgesinnte finden und tut das. So, das ist wichtig. Also ich habe jetzt auch draußen gerade gelernt, du kannst halt auch Musik machen. Also es gibt dieses, ich habe jetzt den genauen Begriff, Musikum, Kollegium Musikum, genau. Da kannst du, wenn du irgendwie noch keine Ahnung von Musik hast, kannst du in den Chor erstmal einsteigen. Die brauchen Bratschen, wurde uns gesagt. Die brauchen ganz viele Bratschen im Sinfonieorchester. Und vor allem für alle die Leute, die auch jetzt so, und jetzt fahre ich studieren in eine andere Stadt vielleicht, muss ich meine Hobbys aufgeben? Nein, muss man nicht, weil es gibt, wie gesagt, auf diesem Campus eine ganze Menge Leute. Das heißt, da wird man immer jemanden finden, der ein Interesse hat. Und wenn man etwas nicht findet, wofür man sich interessiert, irgendeinen besonderen Sport oder was auch immer, hat man immer die Möglichkeit, das selbst zu starten und wahrscheinlich findet man irgendwie eine Handvoll Leute, die auch Lust haben. Voll. Und du findest da halt auch, wenn du irgendwie Angst hast, keine Freunde zu finden, da sind in so Werkstätten oder in Kursen, die sind halt alle irgendwie connected und dieses Collegium Musicum, Gott, ich habe ein Latinum gemacht, ist aber lange her, da macht es ja auch mit der FU zusammen. Das heißt, sind dann auch nochmal irgendwie uniübergreifend, fächerübergreifend, also total cool. Das trifft auf den Hochschulsport zu. Das heißt, gerade auch ne, für die Leute, die hier neu ankommen, also die nicht Berlin, Brandenburg und dann immer am Wochenende so zu ihrer Familie und so, also die einfach auch ein bisschen darauf angewiesen sind, Leute zu finden, was im Grunde jeder ist, der anfängt zu studieren. Also man sollte sich immer irgendwie Verbündete suchen, weil man schafft es alleine nicht. Ist das eine super Sache. Ne? In der WG ziehen, beim Hochschulsport mitmachen, sich irgendwie in irgendwas hobbymäßig involvieren, um da eine Leute zu treffen. Weißt du, was mir gerade einfällt, wenn du sagst, in eine WG ziehen? Also vielleicht ist die Frage jetzt auch unbeantwortbar, aber Wohnung finden ist natürlich, oder WG finden in Berlin, wahnsinnig schwierig. Gibt es da irgendwas, dass an der Uni man gucken kann bezüglich
Wohnungsswap, WG finden für Leute, die noch keine Wohnung haben oder immer nur zur doofen Untermiete wohnen? Also ich kenne nichts, was digital verfügbar ist, irgendwie für TU-Studierende. Was man immer noch sieht, ist so dieser, also das, was man auch schon vor 30 Jahren gemacht hat. Man hat einfach Zettel ausgehängt und gesagt, ich suche eine WG oder ich habe ein WG-Zimmer oder was auch immer. Also die ganz normalen Plattformen logischerweise. Das Studierendenwerk hat Wohnungsmöglichkeiten, aber auch da logischerweise lange Wartelisten. Also ich würde sagen, selbst aktiv werden auch da, dass man irgendwie auf dem also Online-Plattformen oder so, wenn man was sucht oder was selber was einstellt, weil man ein Zimmer frei hat, aktiv werden, wie bei allem selbst, genau. Und ist wahrscheinlich, ist kein Kindergeburtstag, wird ein bisschen brauchen wahrscheinlich, ja, wenn man bis jetzt noch nichts gefunden hat, genau. Und jetzt noch eine andere Frage, das ist so Wohnung und dann natürlich Job, also würdest du Leuten empfehlen, kann man das sagen, im ersten Semester trotzdem nebenbei zu arbeiten? Würdest du sagen, also weiß nicht, wenn die Eltern nicht unterstützen, gibt es ja auch die Möglichkeit, über BAföG das zu machen. Würdest du sagen, vielleicht erstmal ausprobieren, sich rantasten und dann wegen Job gucken? Also gibt es da irgendwas, was du auch Leuten rätst? Fragen dich sowas hier auch Leute? Ja, in jedem Fall. Also es ist ein Thema, weil das natürlich, also in der Studienberatung kommt alles auf, was natürlich irgendwie studienrelevant ist, aber da kommt halt ein Mensch hier rein, ne? So, dass also der hat irgendwie Familie, Freunde, Hobbys, Vorlieben, was auch immer, und dann geht es irgendwie immer um das ganze Paket, weil du kannst das irgendwie nicht separiert betrachten, ne? Wenn es jetzt jemand sich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, überlegt, ob das Studienfach das Richtige ist oder nicht, dann hat das meistens irgendwie viele verschiedene Gründe, warum man das tut, und deswegen ja, also das kommt hier auf. Ich finde, das mit dem Job ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Also wer Kohle braucht, der muss arbeiten gehen. So, da kann man nicht sagen, so mach man nicht. So, wenn man sich das aussuchen kann, dann würde ich immer sagen, vielleicht 1-2 Semester Zeit lassen, dann kann man noch mal so ein bisschen gucken. Was ich immer empfehlen würde, ist, wenn ich vielleicht in einem Studienfach bin wie Mathematik oder Physik, also was Allgemeines, was tatsächlich so universell einsetzbar ist, dass das manchmal sehr schwierig ist, sich wie jetzt bei Medizin irgendwie am Ende so einen Beruf vorzustellen, dass ich da würde ich jetzt nicht irgendwie versuchen, bei Cinemax an der Kasse zu sitzen oder sowas oder bei Kaufland die Regale vollzupacken, sondern würde immer probieren, also es gibt Studierendenjobs, das heißt, Studierende unterstützen die Lehre und die Forschung, das heißt, irgendwas zu suchen, was fachrelevant ist, damit ich die Möglichkeit habe, dadurch, also zum einen natürlich die Kohle zu verdienen, die ich brauche, und zum anderen so ein bisschen eine Idee davon zu bekommen, was läuft da draußen. Also was läuft in der Forschung, was läuft auf dem Arbeitsmarkt. Meistens kriegt man dadurch tatsächlich mehrere Fliegen eben mit einer Klappe geschlagen. Dass man einen Durchblick hat und einfach ein bisschen mehr Geld auf dem Konto hat, ist tatsächlich was, wer darauf Lust hat, dass man sich da einfach so ein bisschen umguckt. Und die Stellenangebote kann man in der Regel auf der TU-Seite nachschlagen. Die gibt es auch allgemein, also auch wir in der allgemeinen Studienberatung haben Jobs immer wieder für Studis und da, genau, das lohnt sich nachzugucken, wenn man arbeiten möchte und eben wirklich was fachlich Relevantes in irgendeiner Form zu machen. Genau. Bevor wir weiterreden, Tobi, du hast uns ein Handy mit einem Timer hingelegt, aber der Timer läuft nicht, weil das Handy ausgegangen ist. Da musst du einmal was tun. Tobi ist hinter der Kamera. Jetzt, ja. Ja, können wir noch. Ja. Nee, muss man in der Regel nicht. In der Regel kann man zu einer Vorlesung einfach hingehen. Also eine Anmeldung zu einer Veranstaltung wird in der Regel dann gebraucht, wenn es irgendwie kapazitär begründet ist, ne? Also es gibt irgendwie, keine Ahnung, ein Seminar, da gibt es nur 20 Sitzplätze, ein Chemielabor, da gibt es eben nur eine bestimmte Anzahl von Arbeitsplätzen, eine Übung, da sollen nicht mehr als 50 Leute drin sitzen, da muss man sich dazu irgendwie anmelden. Eine Vorlesung in einem großen Hörsaal, da kann man in der Regel einfach hingehen, oder wie, das hatten wir vorhin, als wir quasi nach dem ersten Teil von Bares schon mal über die LEF-Veranstaltung gesprochen hatten, einfach hingehen, angucken und dann einfach entscheiden, mache ich die jetzt wirklich dieses Semester, gefällt mir das, oder nehme ich irgendwie im Wahlbereich vielleicht was anderes. Genau, also Vorlesungen kann man in der Regel einfach so hingehen, Übungen, kleinere Veranstaltungen, braucht in der Regel eine Anmeldung. Noch eine kurze Frage und dann, glaube ich, sind wir hier auch schon um. Und zwar, ich glaube, dass viele, und ich wusste es damals auch nicht so genau, man fängt ein Studium an, man ist im ersten Semester. Muss man Angst haben, wenn man hat sich für das Studium entschieden, aber vielleicht weiß man noch gar nicht, ob man es will. Und die Leute haben dann vielleicht auch Angst, oh Gott, Angst vor Abbrechen oder Studiengang wechseln. Ich glaube, sowas plagt die Leute vielleicht auch im Kopf. Die sagen, okay, ich habe jetzt einfach erst mal angefangen und will gucken. Kannst du da kurz irgendwie was sagen vor, hab keine Scheu, wir reden hier auch mit euch drüber, so, ob das euch liegt oder warte noch ein bisschen ab und wechseln ist okay?
Also ja, genau. Es ist nicht, also man muss da nicht geplagt von sein, das ist ganz wichtig. Und auch das, was wir vorhin schon gesagt haben und was auch jetzt mehrmals einfach auf der Bühne schon kam, ne? Nicht panisch. Also ich glaube, das Einfachste ist, wenn man erklärt, man hat eigentlich, wenn man bis zum Abi irgendwie gelaufen ist, hat man niemals eine eigene Entscheidung getroffen. Und dann ist man irgendwie so 19, 20 und dann soll man so eine Entscheidung treffen, die 40 Jahre lang läuft. Das klappt in der Regel nicht. Also ich würde sagen, es ist normal und es ist gut, wenn einen zwischendrin so Zweifel plagen. Und wichtig aber dann tatsächlich, wenn man irgendwie merkt, oh, ich bin tatsächlich überhaupt nicht sicher, ich kann es überhaupt nicht mehr beurteilen. Keine Ahnung, meine Eltern machen irgendwie Druck oder ich habe das Gefühl, das machen die. Auch das passiert, dass Leute das Gefühl haben, sie kriegen Druck und dann stellen wir im Gespräch fest, der ist da irgendwie gar nicht eigentlich. Vorbeikommen und drüber sprechen. Wechseln ist nicht, da hat man hat keinen Nachteil daraus. Es ist in der Regel häufig die Überlegung schon alleine, kann Gedanken sortieren, ist überhaupt nicht unnormal. Also ich würde locker mal behaupten, das ist wahrscheinlich, betrifft wahrscheinlich mal so ein Drittel der Leute, die hier, manchmal kann man die Entscheidung auch gar nicht treffen, ohne Sachen ausprobiert zu haben. Also man kann nicht irgendwie, okay, jetzt gucke ich mir den Verlaufsplan an, mag ich davon 85% oder nicht. Das muss ich irgendwie, man muss es ausprobieren manchmal. Und das kann eben tatsächlich, ist es auch nicht selten in der Studienberatung, dass wir sagen, okay, wenn man sich zwischen diesen beiden Sachen jetzt nicht entscheiden kann, dann einfach in die Richtung loslaufen, und dann gucken nach 2, 3 Semestern, wie es irgendwie läuft. Gut ist dann tatsächlich, sich so eine Zielgrenze zu setzen und zu sagen, okay, nach Semester 2 möchte ich nochmal so eine Entscheidung getroffen haben. Gut ist in dem Fall, glaube ich, wirklich mit jemandem das nochmal zu besprechen, hier in der Studienberatung oder in der Fachberatung, weil das manchmal eben so Zulassungen und ne, die Abi-Note und so, da muss man natürlich auch irgendwie sich so einen realistischen Plan B irgendwie machen, weil wenn der Plan B dann irgendwie nicht aufgeht, dann ist natürlich doof, wenn dann kein Plan mehr da ist. So. Ja. Also nie schlimm, immer, also das läuft meistens so. Das wird auch barisch im nächsten Block nochmal so ein bisschen, das ist eine gute Überleitung, da wird er genau drüber sprechen. Karriere ist nicht irgendwie so von 0 auf 100, sondern das wird eher so krick, 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 ne? Ja. Sehr gut, da hast du schon den Übergang geliefert und genau, den Übergang machen wir jetzt auch. Und zwar Barış Ünal, der Studienberatungsleiter, kommt jetzt nochmal zum letzten und dritten Teil und wird über meine Studienkarriere etwas erzählen, zum Beispiel Auslandssemester, vielleicht die Startup-Kultur, wenn ihr ein Startup gründen wollt. Und es werden diesmal in dem Blog ein paar Studierende ausgezeichnet, die besonders schnell studiert haben. Und genau, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unseren Informationen oder unseren zusätzlichen Informationen und generell auch einfach viel Erfolg beim Studium. Und genau, dann geht's jetzt weiter mit dem dritten Teil. Macht's gut, tschüss. Genau, einen guten Start.